Hallo Mariko, hallo, hallo. Ich sehe das Wailord nicht. Zeig mir das Wailord. Nicht shiny. Hallo Mariko, vielen, vielen Dank für 18 Monate. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Dankeschön. Mir geht's gut. Wir sind wieder frisch dabei. Verlieren keine Zeit. Hallo Maurice. Hallo MLG-LOL. Ein Menschwesen, hallo. Und Monkey, Sponky und Ferret, hallo. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir suchen das größte Shiny der Weltgeschichte. Denn Endynalos gibt es noch nicht als Shiny. Wobei Größe, weiß ich gar nicht. Ist Größe Wailord, oder? Endynalos war noch schwerer. Wailord ist gar nicht so schwer. Das ist voll der schlanke... schlanke Boy. Hallo Safari, Tofi. Hallo Safari. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Endlich wieder guter Content. Ah, das findest du doch überall auf Twitch. Aber Dankeschön. Maximus, Dankeschön für deinen Prime. Du hast gerade meinen Shiny Dex angeschaut. Hast du was gefunden? Du hattest Glück, dass ich gerade schon angefangen habe, live zu gehen, weil die Commands gehen nur, wenn ich live bin. Dachte ich mir, was will denn da einer gucken? Ein Glück, dass ich gerade live gehe. Man kann es sein, dass der... Nee, alles gut. Phil, Dankeschön. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Dankeschön für 23 Monate. Nein, 34 Monate. Und Dankeschön Scarlight für 2 Monate. Hallo, hallo, hallo. Noahnoid Raven, was macht ihr denn alle? Erneuert ihr alle eure Subs, ey? Hallo Stonix, hallo Anne, hallo, was willst du machen? Kommt's heute? Ich habe so viel Giratinas resettet im Urlaub. Ich weiß nicht genau wie viele, aber ich habe den Counter mal auf 2000 jetzt gesetzt. Siehst mal, wie lange du weg warst? 1 Woche. Noahnoid Raven, Dankeschön für 12 Monate. Hallo Sturnix, Dankeschön. MLG-LOL für 15 Monate Prime. Ich habe was gefunden, da steht Melmetall gibt es nicht in Shiny. Ist das so? Ja, das ist so. Hallo, hallo, hallo. Meine neue Wohnung gefällt mir, ja. Es gibt natürlich hier und da Sachen, die nerven. Aber es ist nie was perfekt, oder? Den können wir jetzt auch mal verschieben. Oh. Ja, die neue Wohnung gefällt mir. Vielen Dank für 1000 Bits. Der arme Ditto, der ist es gewohnt. Herr Ditto ist Glibbermasse. Ihm tut es gar nicht weh. Hallo Versi, hallo Daniela. Hallo Shrick, hallo Maurediven. Wird von einem Hammer geschlagen. Woher willst du wissen, dass Ditto das nicht gefällt? Was an dieser Animation sagt dir, dass das Ditto nicht gefällt? Hallo Brian. Was die Frage war, gibt es nicht in Shiny? Zählt der aus Pokémon Go nicht dazu oder zählt der nicht dazu? Melmetal gibt es ja wohl in Shiny. Du hast wahrscheinlich nach Giga Melmetal geguckt. Und Gigamel-Metall gibt es tatsächlich nicht in Shiny. Da es Gigamel-Metall nur als Verteilung gibt. Du kannst dir kein Gigamel-Metall machen. Wenn du es versuchst, dir eins zu machen, sagt das Spiel, das geht nicht. Und somit gibt es auch kein Giga-Shiny-Melmetall, weil die nie verteilt wurden. Aber Gigamel-Metall, Shiny-Melmetall kannst du sehr wohl haben. Einfach das aus Go übertragen. Phil, Dankeschön für 5 Subs. Dankeschön. Ich habe Zettel vor mir liegen. Hallo Lurky. Hallo Yannick. Wir haben Phil mit 100.000 Milliarden, mit 1000 Bits. Ich muss die Kamera... Ich muss das ganze Setup noch besser machen. Ne? Das ist alles noch nicht so ganz. Man sieht, man kann das gar nicht lesen hier. Phil, Dankeschön für 5 Subs. Wie war Umzug? Umzug ist schon lang vorbei. Ich war eine Woche lang auf dem Festival. Davor habe ich den Umzug fertig gemacht. Was heißt fertig? Man muss halt noch hier und da ein paar Sachen in der Wohnung schön machen. Aber das ist ja ein Prozess, der ewig dauert. Lurky, du bist das da. Wie heißt es nochmal? Gladiantri. J-Gamer mit den 11 Monaten. Hallo. Dachte, dieses Giga kann man einem Mon anlernen, aber okay, geht wohl nicht bei jedem Mon. Das geht bei jedem Mon, außer bei Melmetall. Ich glaube, das Spiel hat eine extra Nachricht, die da kommt, weil ich glaube, du kannst Melmetall auswählen und dann sagt er, das geht nicht. Weil eigentlich sollte es ja gehen, aber es geht nicht. J-Gamer, was willst du jetzt von mir? Warum? Ich stream seit 8 Minuten oder lässt mich aufstehen? Die anderen Leute beschweren sich, dass sie zu wenig Punkte haben und du verschwendest einfach 8.888 Punkte. Hallo Azrael. Ich liebe Shiny Galagladi. Es ist auch ein gutes Pokémon. Aber wir haben noch mehr, Wir haben Mariko mit einem Turtwig. Kleiner Turd. Wir haben Kain mit einem Groldra. Das gefällt dir doch. Ich weiß, dass du das magst. Und J-Gamer mit seinem Tier 3 Sub. Vielen Dank. Können wir Wetten machen? Nö. Hattest du das nicht schon mal? Hey, die Chance ist nur 1 zu 1025. Typisch Game Freak. Mensch, die wollen halt, dass du in den GameStop rennst und dir einen Code holst. Ich weiß gar nicht mehr, wie Mailmetall vergeben wurde. Wahrscheinlich einfach nur durch E-Mail. Hallo Mr. Savage. Wenn man zum Beispiel einen Rapper fragt, ob man seine Musik in den Streams nutzen darf und er ja sagt, darf ich dann nutzen, oder? Nö. Sturnix, wo kommt diese Frage her? Bin ich Leos Mind, der Streaming-Coach oder was? Merkst du nicht, wo du hier bist? Du bist hier bei Leos Mind, dem Pokémon-Coach. Was willst du von mir? Ich habe keinen Bock, dir diese Frage zu beantworten. Denn sie ist viel zu kompliziert. Wenn dein cooler Rapper, yo... Cringe. Wenn dein cooler Rapper-Freund alle Rechte an dem Song besitzt, dann darfst du die Musik benutzen, ja. Wenn dein cooler Rapper-Freund allerdings bei einem Label ist, bei einer Plattenfirma ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dein cooler Rapper-Freund nicht entscheiden darf, ob du seine Musik nutzen darfst. Melmetall, Giga Melmetall kam über Home. Das kann sein. Du hast ja mal ein Video dazu gemacht, oder? Dann schau dir doch das Video an. Wenn ich ein Video dazu gemacht habe, dann schau dir das doch an. Das ist ja super praktisch, wenn ich ein Video dazu gemacht habe. Mensch, wäre das nicht praktisch, dieses Video anzuschauen? Soll ich jetzt echt aufstehen oder was? Oh. Ja, ich habe es extra wieder angemacht. Weil mein Rücken so kaputt ist nach dem Summer Breeze, dachte ich mir, komm. Vielleicht wird er besser, indem ich noch mehr stehe. Das mit den Kabeln ist auch noch nicht so ganz. Gut, dass das mit dem Gen 6 nicht weitergeht. Will mich fürs Video nicht spoilern lassen. Dann schaust du mich ja nie live, weil wir machen hier immer nur Origin Deck Sachen. Also nicht immer, aber viel. Du lässt dich doch nicht spoilern fürs Video, wenn du mir live zuschaust. Das Video ist doch komplett bearbeitet und geschnitten. Da ist alles anders wie hier. Schau mir gefälligst live zu. Spoilern. Da gibt's nichts Spoilern. Das Erlebnis, ich kann dir garantieren, das ist aber echt so. Also könnten die anderen auch sagen. Bei mir geht's so mit anderen Streamern. Wenn ich beim Prozess dabei bin, wie das Video gemacht wird, finde ich das noch um einiges cooler, das Video anzuschauen. Ich habe keine Zeit. Ja, das ist ein anderes Argument. Das ist ja voll okay, wenn du keine Zeit hast. Aber du hast gesagt, du willst dich nicht spoilern lassen. Nee, ich finde es, wenn ich zum Beispiel so Jon Stone zuschaue und dann gucke ich das Video an, und dann ist so, ah, bei dem Moment war ich dabei, cool. Finde ich sogar cooler. Wenn man live dabei war. Hallo Eis. Ist das NT schon gekommen? Nope. Warum behauptest du sowas? Don't jinx it. Das NT kann gar nicht kommen, weil meine Gamecubes gar nicht angeschlossen sind und ich gar nicht weiß, wie ich meine Gamecubes anschließen soll. Wo soll ich meine Gamecubes... Wie? Das wird so ein Aufwand. Bis meine Gamecubes funktionieren, vergeht so viel Zeit, glaube ich. Hallo JJ, viel Spaß im Urlaub. Erzählst du uns, wie das Festival war? Das ist mein Festival. Das geht euch gar nichts an, wie mein Festival war. Es war schön. Was willst du noch mehr wissen? Gestern alle 5 Videos zu Origin Decks gesehen, geschnitten hat man immer direkt das Highlight und ich bin TikTok verblödet? Okay. Wenigstens erkennst du es selber. Du hast schon 60 V-Kognito gesehen. Mariko, 60. Zählst du nur die Vs? Wie ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man nur die Vs zählt? Was war es insgesamt? 1:800? Und das sind insgesamt 5 verschiedene Buchstaben? Also 1:40? Kann nicht sein. Ist es nur 1:40? Ich habe heute ein lustiges Kommentar gelesen. Da hat jemand gesagt, ach, dann habe ich dich ja tatsächlich auf dem Summer Breeze gesehen. Ich wusste nicht, ob du das bist. Ich dachte mir so, Mann, das wäre voll cool gewesen, wenn die Person einfach hingekommen wäre und gesagt hätte, ich kenne dich. Aber ich verstehe das, wenn man nicht hingeht, vor allem wenn man sich nicht sicher ist. Ansonsten, keine Ahnung, was wollt ihr über Summer Breeze wissen? Immer wenn ich über Metal rede, interessiert es euch nicht. Summer Breeze ist reiner Metal. Was kann ich erzählen? Ich habe Bands angeschaut, wo ich dachte, ich bin einem Kult beigetreten. Außer ein paar Leute. Außer ein paar Leute natürlich. Ich habe mir auch noch mal extra dein Inkognito-Video deswegen angeschaut. Nee, du sagtest doch 1 zu 3400. Naja. Aber was ist dann die Chance bei einem, wenn du nur die Faust zählst? Warst du eigentlich am Crowdsurfen auf dem Bild? Welches Bild? Oh nein. Denkst du wirklich, dass ich Crowdsurfen würde? Kennst du mich gar nicht? Du glaubst wirklich, dass ich Crowdsurfen würde? Hallo Fabian. War Skillet auch dabei? Was ist Skillet? I mean, der Dude sah dir sehr ähnlich. Hä? Du stalkst nur wieder Rosas Instagram. Happens, Rosas Instagram hat hier nichts verloren, okay? Du brauchst nicht immer Rosas Instagram zu zitieren. Nicht mal ich guck das an. Nur weil du meine Freundin stalkst, du brauchst... Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Ich habe keine Ahnung, was Rosa auf Instagram postet, weil ich nicht auf Instagram bin. Hör auf, Rosas Instagram zu zitieren, oder? Oder woher? Welches Bild? Hallo, Gernenstadt. Skillet ist eine Band. Wenn ich jetzt diese Band anmache, ist das nicht diese Band, die auch jeder gehört hat wegen Copyright, lizenzfrei und sowas? Ich will das gar nicht anmachen. Nein, die waren nicht da. Die waren nicht da, nein. Mir kommt es eh so vor, als kämen die Vs weniger als die anderen. Aber laut offiziellen Seiten haben die wohl alle eine gleiche Chance aufzutauchen. Haben sie auch. Anders bekomme ich von dir nichts mit. Du musst nichts von mir mitbekommen. Wieso hast du so weit von Violet gespeichert zum Resetten? Weil man das so machen muss. Du siehst, jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, spawnt Violet. In dem Moment, wo ein... wie heißen sie? Heavy Spawn? In dem Moment, wo ein Heavy Spawn spawnt, ist vorgeschrieben, was es ist. Somit muss ich speichern, bevor das Pokémon, also der Heavy Spawn, spawnt. Das geht nur, wenn ich es außerhalb der Karte mache, was in dem Häuschen ist. Hast du Marco gehalten? Ich habe Marco so viel gehalten. Ich habe sehr viel Zeit mit Marco verbracht. Wir lieben uns jetzt. Ich glaube, den Du meinst, Happens, das war ein Mensch, der gecrowdsurft hat. Nein, ich würde niemals mich von einer Menschenmasse tragen lassen. Niemals. Und ich verstehe auch nie, wie das andere Leute machen können. Ich finde es so creepy. Wirklich als ein Mensch, der seine Kontrolle verlieren will, denn da verlierst du deine Kontrolle komplett. Vor allem, wie man das als Frau machen kann. Ich finde es immer wieder faszinierend. Aber die Leute machen es am Spaß. Aber ich habe keinen Spaß. Ich darf keinen Spaß haben. Wann kommt ungefähr das Gen 6 Video? In den nächsten 30 bis 90 Tagen. Hab das Gefühl, du verarschst mich gerade, klang so vom Ton. Hä? Bei was? Ich habe doch gar nichts Verarschendes gesagt. Ich habe darüber geredet, warum Crowdsurfen kacke ist. Wurde dein Account gehackt? Wer bist du? Ist es möglich, den New 2DS ohne eingebaute Capture Card zu übertragen mit Konverter? Ich weiß nicht, was du mit Konverter meinst. Aber ja, du kannst deinen DS modden und eine Software drauf tun, mit der du auch auf dem PC das Bild bekommst. Aber das sieht schrecklich aus, funktioniert schrecklich, ist unglaublich laggy und damit brauchst du es erst gar nicht probieren. Nee, meiner Meinung nach gibt es keine andere Möglichkeit, außer du baust eine Capture Card in deinen DS rein. Bam, bam, badam. Gibt es nicht so Billo-Version mit einem Modded DS? Das verstehe ich auch nicht. Wo man das mäßig streamt. Was? Billo-Version mit einem Modded DS. Was heißt das? Barco, Dankeschön für 6 Monate. Viel Glück bei Giratina, Dankeschön. Bei Wailord nicht? Kein Glück bei Wailord. Pass auf, jetzt kommt's. Wailord ist schon ein Viertel, vielleicht nicht ganz. Ein Viertel der Chance. Giratina auch. Hier gibt's kein Billo, hier gibt es nur Qualität. Exakt. Aber ich weiß auch nicht, was es für eine Billo-Capture-Card geben soll. Es gibt Billo-Capture-Cards für 10, 20 Euro. Wir reden aber davon, dass du eine Capture-Card in deinen DS einbaust, was mehrere 100 Euro kostet. Nicht wegen der Capture-Card, sondern weil das jemand für dich machen muss. Außer du bist der krasseste Techniker und Lötmeister mit einer fetten Lötstation. Wieso ist es kompliziert, Nintendo-Konsolen zu übertragen? Es ist nur kompliziert, einen Handheld zu übertragen. Alles andere ist ein ganz normaler HDMI-Eingang. Und das liegt daran, weil Gameboys nie dafür gemacht wurden, dass du sie am Fernseher spielst. Was ein HDMI-Ausgang wäre dann. Sondern Gameboys, DS, was auch immer, sind dafür da, dass du sie in der Hand hältst und dort spielst. Es wäre komplett sinnlos, Gameboys am Fernseher übertragen zu können. Weil deswegen kauft man sie ja nicht oder deswegen wurden sie nicht gemacht. Und deswegen kannst du DS, Gameboys nicht einfach so auf den Fernseher übertragen. Das ist aber allgemein so, nicht nur bei Nintendo. PS Vita kriegst du auch nicht einfach auf dem Fernseher. Aber ich glaube, PlayStation hat wenigstens eine Software dafür. Ich glaube, Remote Play geht da. Aber auch Kacke. Hast du schon mal beim normalen Spielen einen Shiny gefunden, als die Chancen noch low waren? Also pre-Gen 6. Ja, in Gen 2. Ein Ho-Oh. Kennst du nicht meinen sagenumwobenen Clip Croaks? Mein lieber Marco. Happens hat schon gefragt, ob wir uns gehalten haben. Wir haben uns gehalten und es war wunderschön. Crocs, ich habe, als ich meinen Gen 2 Origin Decks gemacht habe, habe ich ein normales Ho-Oh fangen wollen. Und es war shiny. 1:8000 shiny Ho-Oh. In Gen 3 bekam ich ein shiny Wampel. Im wilden Gras einfach so. Und dann in Gen 4 und Gen 5 habe ich nichts gekriegt. Und hier in Gen 6 habe ich ein shiny Grammokles bekommen. Spoiler. Shiny Grammokles kam in Gen 6. Zufällig. Hallo Verox. Meine N64 ist halt was anderes mit leicht übertragbar. Warst du das, der auf dem Discord das gefragt hat? Weil, naja, einfach im Sinne von, naja, du kaufst einfach einen Adapter und steckst den rein, ist halt schon einfach. Du hast eine N64, kaufst dir einen HDMI-Adapter, steckst den in die N64 und dieses HDMI kannst du dann in eine Capture Card reinstecken. Oder... noch einfacher und zuverlässiger. Du holst dir eine SD-Capture-Card. Eine Capture Card, die nicht Full HD ist, sondern HD, SD, die extra dafür gemacht ist, eben um solche alten Systeme zu capturen. Denn wenn du mit einem HD-System ein altes System capturen willst, kriegst du immer Probleme. Einfach ist das alles. Es kostet halt nur Geld. Das mit der 3DS Capture Card kostet sau viel Geld. Und ist aber auch einfach. Es ist alles nicht schwer. Es kostet nur leider alles sacken viel Geld. Wobei eine N64 auf den PC zu bringen, kostet lang nicht so viel wie ein DS. Hallo Florian. Ich habe auf meiner alten Kristall noch ein allererstes Shiny von vor 20 Jahren oder so, habe aber Angst anzumachen wegen Internetbatterie, interner Batterie. Ja, das Spiel ist wahrscheinlich nicht mehr da. Solange du deinen Kristall nicht anmachst, haben wir das typische Schrödingers Cat-Prinzip und du hast ein Schrödingers Shiny. Was für ein Shiny eigentlich? Du hast... Wieso, wie könnt ihr immer einfach nur sagen, ihr habt einen Shiny gefangen, aber ihr sagt nicht welches? Croaks. Wie kannst du einfach die Information weglassen, was es denn ist? Du könntest aber, Croaks, dir einen GB Operator kaufen und dein Kristall in diesen GB Operator reinstecken. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber Schrödingers Cat hin oder her, ne, wenn die Batterie leer ist, ist der Spielstand weg. Das heißt, wenn du dir einen GB Operator holst, kann es sein, dass halt der Speicherstand... Wobei, doch, dann ist er ja weg, oder? Weil die... Dann ist der Speicherstand ja weg, weil der Speicherstand löscht sich ja in dem Moment, wo die interne Batterie leer ist. Ja. Beim Operator wird doch auch auf der Karte gespeichert. Ja, aber ich habe gemeint, dass der Operator hat eine eigene Batterie, also die Batterie vom PC, Emulator. Das heißt, wenn du es reinsteckst, aber in dem Moment, wo du es reinsteckst, muss halt dein Safe noch funktionstüchtig sein. Deswegen, er rettet nicht deinen Safe aus dem Tod. Also, du musst halt... Ja, deswegen, wenn die Batterie leer ist, dann ist der Safe halt wirklich weg. Wenn die Batterie nicht leer ist und du findest raus, dass der Safe noch drauf ist, dann GB Operator kaufen und Safe draufziehen. Dann kannst du auf der Kristall deine Batterie austauschen, erneuern und dann kannst du den Safe da wieder drauf tun. Weizenkind, hallo! Donowald, ja, glaubst du, für 1 Euro unterbreche ich meine Unterhaltung? Was willst du von mir? Danke für die vielen Videos und Tipps, haben mir echt sehr geholfen, habe leider nicht mehr Geld. Haben meine verbessert. Was? Steht das da woanders nochmal größer? Was hast du verbessert? Hab meine ... verbessert. Was? Was hast du verbessert? Was? Nein, nee, habe. Wollte keine Werbung machen. Weizenkind, was? Dankeschön für 1 Euro, Weizenkind. Gern geschehen. Gerne, sehr gerne. Streams verbessert. Werbung gemacht, raus. Dankeschön. Wie war das Festival? Wunderschön anstrengend. Wukong werde ich mir sicher, also... Wird bestimmt geil, aber ich kaufe mir sicher kein 70, 80 Euro Spiel, was ich dann keine Zeit habe zu spielen. Aber wenn Wukong geil ist, was es anscheinend ist, weil alle es mit 10 bewerten, da werde ich mir das sicher irgendwann holen, wenn das nur noch ein 20 kostet. In 20 Jahren oder sowas. So wie ich mir auch natürlich inzwischen nicht Elden Ring, nicht Sekiro, nicht Bloodborne und nicht... Wie heißt dieses Spiel, wo man einen Ninja spielt mit dem Wind und sowas? Es war damals so geil, dass das rauskam. Das ist auch schon 5 Jahre, glaube ich. Nioh? Nee, ich will doch nicht Nioh spielen. Ghost of Tsushima. Mit Shima, genau. Nein, wie kommen die Leute immer sofort auf Nioh? Nee, nee, nee. Ghost of Tsushima. Ich wollte immer Ghost of Tsushima spielen, weil das so stylisch aussieht. Deswegen, Wukong wird genauso auf die Liste wandern von Spielen, die ich unbedingt spielen möchte, aber keine Zeit dafür finde. Vor allem, weil es so ein riesiges Spiel wahrscheinlich wird. Das ist ein klasse Spiel. Ich glaube, die Leute sind hin und her gerissen. Viele sagen, dass es ziemlich langweilig ist. Also ich habe hier noch Zettel... Ich muss doch Wailord. Ich muss doch Wailorden. Ich habe doch nur 4 Arme. Wir haben, ich kann es nicht lesen, J-Gamer mit einem Viridium. Philipp mit einem Malmutel. Und Florian mit einem Stallrock. Und JJ mit einem Vivillon. Oh. Und Stabilo mit einem Geowatz. Kamera, komm. Hallo, Kamera. Du kannst eh nicht lesen. Wieder kein Garados. Du Loser. Streng dich mal an. Ich streng mich doch hier auch an. Dakuma will nicht in den Pokéball und ich kann ihn nicht mehr Schaden machen. Dann werf weiter Pokébälle. Hallo Angel. Ich bin mit dem Origin Deck so gut wie durch. Das nächste Projekt wird der Gen 5 Schiller-Pin. Bin gespannt, wie aufwendig das wirklich wird. Zum Beispiel für die Gen 1 Starter muss man HGSS einmal bis Alabastia spielen. Ernsthaft? Du redest nur von einem Gen 5 Schiller-Pin. Es sind so wenige Pokémon in Gen 5 und du musst die von anderen Spielen übertragen. Krass. Ich dachte, Schiller-Pin kriegst du, wenn du einfach alles fängst, was verfügbar ist in Gen 5. Für Naglotz und die Affen. Aber Naglotz und die Affen sind auch in Gen 5. Gen 5, ne, Schillerpin ist Nationaldex. Ja, ja. Aber heutzutage ist es ja so, dass alles ist irgendwie im Spiel bekommbar. War das in Gen 5 nicht so? Da musst du Gen 3 sogar spielen oder Gen 4. Hast ja was vor dir. Da spielt man aber Samurai und kein Ninja. Ach, und in Nioh ist man ein Ninja. Diese 8 will ich dort handen. Welche 8? Diese 8. Diese 8. 8. 8. Ach, die Dreamworld hat es damals einfach gemacht. Hm. Mit Entwicklung sind es 8. Welche 8? Achso, du willst. Achso, ich dachte, du musst das Spiel so oft durchspielen wegen Nagelutz und den Affen. Du willst Nagelutz und die Affen in Shiny. Ah. Ja, das sind 8. Betrunkene waren leichter zu verstehen, merke ich gerade. Wir waren nie betrunken, außer du bei Ginger. Mauslo, Dankeschön für 10 Monate. Das Wailord kann shiny sein? Ja. Ja, es kann shiny sein. Und das ist nicht das Schwierige. Das Schwierige, also doch, das Schwierige ist natürlich, dass es irgendwann shiny ist. Das Schwierige ist, wiederzubekommen, wenn man das nie... Also wenn man das erste Mal hier ist und es dann fängt oder besiegt, dann ist es weg. Und man hat jetzt eben rausgefunden, dass das Weilord wiederkommen kann mit einer Chance von 1:100 jeden Tag. Also jeder Tag, echt Tag, Chance von 1:100, dass das Weilord wiederkommt. Dann, also entweder Shiny Hunted Man ist in dem Moment, wo man es das erste Mal sieht, wenn man auf die Insel kommt, oder wenn man schon einen Spielstand hat, wo man es gefangen hat, dann kann man es halt mit 1:100 wieder herbekommen. Hallo Demon King. Demon King, Dankeschön für 18 Monate. Wie kann man so Geduld haben bei Shiny Hunts 2000? Fingerkrampfen und langweilt doch? Ich weiß nicht, wie die Finger krampfen, wenn ich einfach nur eine Taste drücke. Da krampft gar nichts. Und 2000 ist nicht viel. Was ist denn mit dem Weilord? Das weiß ich nicht, was mit dem ist. Ich weiß auch nicht, was soll mit dem sein. Lest ihr jemals durch, was ihr schreibt, bevor ihr es abschickt? Was ist denn mit dem Weilord? Du hast Shiny im Namen, deswegen denke ich mal, du weißt, was Shiny Hunting ist. Was soll mit dem Weilord sein? Ich frage dich, ich frage zurück. Was ist mit dem Weilord? Warum du ihn huntest? Warum heißt du Nick? Weil es mir in die Wiege gelegt wurde, Mann. Hä? Warum huntest du Weilord? Hä, warum denn nicht? Warum macht ihr mich schon wieder sauer? Oder du? Urlaub. Instant gone. Auf jeden Fall. Langweilig ist es nicht, weil niemand Shiny huntet. Nur mit, indem man Shiny huntet. Jeder Shiny huntet, während man etwas macht. Man schaut fern, man schaut einen Film, man hört einen Podcast und währenddessen Shiny huntet man. Man sitzt im Flieger und Shiny huntet. Man ist auf dem Festival und hat nachts nichts zu tun. Man Shiny huntet. Niemand sitzt da und starrt auf dem Bildschirm und startet das Spiel 100 Mal neu hintereinander. Auch ich mache das gerade nicht. Ich schaue Leo nebenbei, während ich Shiny hunte. Schau. Ich kann kein Multitasking. Du kannst nicht einen Knopf drücken, die gleiche Fingerbewegung machen hintereinander, während du zum Beispiel einen Film guckst. Du hast gerade vorhin gesagt, dass du TikTok-Depp bist. Jeder, der TikTok konsumiert, macht das, während man 3 andere Sachen gleichzeitig macht. Niemand konsumiert TikTok einfach nur so. Meistens schaut man währenddessen einen Film, hört einen Podcast, schaut TikTok durch und sitzt auf der Toilette gleichzeitig. Natürlich bist du Multitasking. Angel, du bist ein Luxtra. Ich habe im Flieger nach Malle einen Shiny Lapras bekommen. Sehr gut. Haben heute alle getrunken. Mich würde es interessieren, wie viele Resets ich bei Celebi inzwischen habe. Habe leider nicht mitgezählt, aber hunte den seit Februar immer mal wieder ein wenig. Meistens aus Erfahrung ist die Zahl niedriger, als man denkt. Also ist ja verständlich, oder? Die meisten Leute sind... Keine Ahnung. Nach 15 Minuten... denkt man, eine halbe Stunde ist vergangen, weil man sich so langweilt oder so. Aber deswegen, mitzählen. Zähl mit. Ich verstehe auch, dass man nicht immer mitzählen will, weil manchmal will man einfach spontan irgendwas machen. Und dann will man vielleicht nicht. Aber heutzutage geht es halt so einfach mit dem Handy und sowas, dass du einfach dein Handy nebendran offen haben kannst. Dann richtest du dir noch ein IFTTT ein und sagst irgendwie jedes Mal, wenn du mit dem Auge blinzelst, zählt es eins nach oben. Und der Google Assistant und so weiter. TikTok und Rauchen, mehr schaffe ich nicht. Dein Shiny Lugia war endlich mal rund gewesen. Die Zahl? Ja, ich habe diesmal leider Giratina nicht im Flugzeug gefunden. Da habe ich auch nicht mitgezählt. Ich will nicht im Flieger sitzen. Ich komme mir eh schon wie ein, keine Ahnung, Idiot vor. Leute gucken rüber und denken sich, warum startet ihr das Spiel dauernd neu? Kann der nicht mal weiter spielen? Mir ist langweilig. Ich will wissen, was passiert. Was passiert nach dem Giratina-Kampf? Sie werden es nie wissen. Genau 3000 Resets. Was, wenn du dich verzählt hast? Hast du dich wirklich 3000 Mal nicht verzählt, Mariko? Nee, geil. Was ist das Rundeste, was ich jemals hatte? Nee, die beste Zahl, die ich jemals hatte, war mein Deoxys-Fail. 9876. 9876. So eine geile Zahl. Und dann auch noch ein Fail. Wundervoll. Ich muss schon lange nicht mehr sitzen. Ich bin ein neuer Mensch, ey. Ich bin ein neuer Mensch. Das ist sportlich. Oh. Au. Du führst Strichlisten? Nö, wenn du Strichlisten fühlst, kannst du dich bestimmt erst recht nicht verzählen, ne? Das geht gar nicht. Hä, Mariko, man verzählt sich doch so viel einfacher, wenn man einen Strich nicht setzt oder den falsch zählt danach oder als wenn du eine App aufmachst, wo du einfach nur mit dem Zeigefinger drauf tippst. Das ist süß. Im Flieger nach Sardinien dachten die Leute hinter mir, glaube ich, auch, der ist dumm oder so. Sag mal, bist du dumm oder sowas? Behältst du alle Strichlisten? Manche von euch sollten wirklich so richtige Content Creator werden. Führt eine Strichliste beim Shiny Hunten. Das könnte ein komplettes Ding sein. Bei jedem Neustart ein Strich, wie kann man sich da verzählen? Ja, du musst die Striche irgendwann zählen. Ich weiß schon 5 und sowas und dann 100 und so, aber dabei verzählst du dich doch auch so krass. Wohingegen bei der App drückst du einfach nur plopp. Jedes Mal beim Neustart tippst du einmal auf die App drauf. Ganz am Anfang habe ich einen Taschenrechner benutzt. Ja, +1 und immer ist gleich, ist gleich, ist gleich, ist gleich, ist gleich. Oldschool. Und heute machen das Computer von ganz alleine und ich muss keinen Finger mehr krümmen. Hebst du die Blätter auf? Du musst die Blätter aufheben. Ich stelle mir da so vor, dass ein fetter Shiny Hunter im Internet Strichlisten führt und am Ende des Jahres druckt er die Strichlisten als T-Shirts oder verschenkt diese fetten Strichlisten an Zuschauer. Leute, ich glaube, ich habe eine ganz originelle Idee. Ich fange an, Strichlisten zu führen für Shiny Hunts. Gott, ich würde mich so verzählen die ganze Zeit. „ 115 und 124. Das war der falsche Knopf. Aber das ist auch süß. Falscher Knopf, der hier ist es. Schmeißt sie weg? Warum machst du dann Strichlisten, wenn du sie wegschmeißt? Und was ist das? Ist das wieder Jinx? Hast du Rosana und Kangama gemacht? Warum ist das so geil? Warum ist das so süß? Aber es verliert seinen Pouch. Es verliert seinen kleinen Beutel. Das Kind lernt schon früh zu gehen und braucht keinen Beutel mehr. Mega-Version. Die Ultra-Mega-Version. Ein hübsches Kangama. Ich habe das Gen 6 Skript fertig geschrieben. Ich glaube, ich gehe aber noch einmal drüber und bessere Sachen aus. Oder schreibe sie besser. Und dann will ich morgen mein Zimmer noch schöner machen und dann direkt aufnehmen das Video. Wir müssen uns ranhalten. Ich bin so ein böser Content Creator, der seit Ewigkeiten nichts mehr gemacht hat. Schämen sollte ich mich. Wir machen das andere. Kann mir jemand eine Capture Card für die N64 empfehlen? Mir wird nur Elgato vorgeschlagen. Ich kann dir eine empfehlen. Aber die von Elgato ist wahrscheinlich sogar die günstigste. Wenn du auf meine Website gehst, forstreamers.de, ich glaube, da habe ich die. Equipment, Capture Cards. Nein. Ah ne, bei meinem Equipment. Mach mal Ausrufezeichen Equip. Das ist kein Ausrufezeichen. Da, wenn du da drauf gehst. Website lädt ewig nicht. Wenn du da drauf gehst und Videos Equip wahrscheinlich. Ja, die StarTech SD Capture Card. Warte. Achso, du hast sie schon gefunden. Ah ne, die ist gar nicht so teuer. Hey, war die nicht mal sauteuer? Die da. Die hat aber so eine ganz hässliche Software. Also es ist irgendein chinesisches Produkt natürlich. Und die Website, wo du dir quasi den Treiber dafür runterlädst, ist auch komplett chinesisch. Es ist ein bisschen so raten, wo man drauf drückt, dass man den Treiber runterlädt und installiert, weil alles auf Chinesisch ist. Aber du kriegst das hin. Damit kriegst du das 1:1 das Bild von deiner, was auch immer, SD-Konsole, solange du RGB hast, auf den Computer. Ich werde nicht streamen, ich bin zu schüchtern. Das ist okay. Weniger Konkurrenz für mich. Carmine, Dankeschön. Für 25 consecutive Streams. Kann das jemand überbieten? Ich glaube nicht. Das muss Rekord sein. Wofür ist dieses vierte dicke Kabel neben dem RCA? Das S-Video, oder? Das S-Video. Es gibt, ich meine, die Dinger sind hauptsächlich für Camcorder gemacht. Also Leute, die alte Camcorder noch haben. Und dann wollen sie halt ihr ganzes Videomaterial aus den 90ern, keine Ahnung, Familienvideos vom Urlaub auf den PC übertragen und aufnehmen und digitalisieren. Dafür sind die da. Und so Camcorder haben oft S-Video. Aber du musst es nicht reinstecken. Du musst auch nicht Ton reinstecken. Du steckst rein, was du reinstecken willst. Hey. Was kann ich noch erzählen? Ich meine, interessiert euch, was ich für Bands gesehen habe und wie seltsam sie waren oder wie cool sie waren. Ich kann eine Stunde locker durchreden. Weißt du, ob der Gen 5 Schillerpin sich auf die Legis auswirkt? Wenn müssen die Ritter und Kyrim auch noch sein. Das weiß ich nicht. Ältere Spiele sind sehr schlecht dokumentiert, was deren Data Mining anbelangt. Also da gibt es hauptsächlich immer nur so Vermutungen, Gerüchte in Bezug auf, was Leute erlebt haben. Aber Google, ich würde es jetzt genauso googeln. Deswegen google du einfach, ob der Schillerpin bei den Rittern funktioniert. Hallo Kopidu. Spiritbox war beste? Ja. Hello humans, please drink some water. Thank you for showing up and listening to our concert. We are Spiritbox. Let's start the tape. Bam, 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 bam. Ton wird keiner übertragen. Wollt dann schön Pokémon Gelb in Pokémon Stadium spielen? Ton wird keiner übertragen, oder? Was? Wenn du Ton übertragen willst, dann übertrag Ton. Was ist? Ich weiß nicht, deine Frage. Verstehe ich nicht. Du solltest Ton übertragen. Ich meine, es ist ein Spiel mit Ton. Wie hört sich das hier an? Dieser Ton. Gar nicht mal so schlecht. Von dem USB-Video-Grabber. Natürlich wird Ton übertragen. Deswegen ist ja da Rot und Weiß dabei. Rot und Weiß ist Ton, rechts, links und Gelb ist Video. Wie, es wird kein Ton übertragen? Es wäre ziemlich scheiße, wenn kein Ton übertragen wird. Für 38 €. Weil mein RCA auf HDMI sagt zum Beispiel, es kommt kein Ton an, aber Ton kommt an. Dieser Satz macht auch keinen Sinn. Er sagt, es kommt kein Ton an, aber es kommt Ton an. Dann hast du einen scheiß HDMI-Adapter, so wie die meisten sich das besorgen, weil du kannst einen HDMI-Adapter für 10 € dir besorgen und die sind scheiße. Aber ich habe zum Beispiel 4 HDMI-Adapter, die jeweils 80 € kosten. An meinen Gamecubes. Und so viel musst du ausgeben, damit es überhaupt wirklich funktioniert, weil die 10-Euro-Dinger kannst du vergessen. Natürlich überträgt das Ton. Was wäre denn die Welt ohne Ton? Auge. Gillette. Die Welt ohne Ton wäre ruhig. Okay. Das ist mein neues. Kennt sich ein wenig mit Pokémon Stadium aus, ja selbstverfreilich, da ich mich schon immer frage, warum die Gegnermons immer eine etwas andere Farbe haben, was oft auch mega cool aussieht, aber selber man es wahrscheinlich in Pokémon Stadium nicht solche haben kann. Was? Das sind alles Shinies. Was soll es sonst sein? Das sind alles Shinies. Was glaubst du denn, was das ist? Pokémon in anderen Farben, alles Shinies. Man muss immer erst an eine dumme Antwort vorbei, bevor ich dir die richtig geile Antwort gebe. Pass auf, ich gebe dir jetzt die geilste Antwort ever. Schau, was ich dir für eine geile Antwort gebe. Pass auf, pass auf. Du lernst so viel. Also, in Pokémon Stadium sind die Pokémon der Trainer immer andersfarbig. Wegen den Namen. Dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass die gegnerischen Pokémon oft, naja, Spitznamen haben. Und irgendwie haben sich die Macher von Stadium gedacht, ich weiß gar nicht, wer die Macher von Stadium sind. Kommt da nicht... Ist es Hudson? Was ist denn am Anfang für ein Logo? Naja. Die haben sich irgendwie gedacht, hey, je nach Spitzname, je nach Buchstabe eingegeben, ändert sich quasi der Farbton vom Pokémon. Weswegen die Pokémon andere Farben haben. Ein Shiny an sich gibt's auch. Also Pokémon Stadium hat auch Shinies. Das hier ist zum Beispiel Shiny Aquana in Stadium. Aber je nachdem, was es für einen Namen hat, hat es halt noch maximale Sättigung und minimale Sättigung, weswegen es nochmal anders aussehen kann. Shinies an sich können aber, glaube ich, nicht anders aussehen. Das steht irgendwo im Text bestimmt. Und hier glaube ich... Irgendwo gab's ein Ding. Irgendwo gab's einen Konverter, wo man schauen kann, wie das Pokémon aussieht, mit welchem Spitznamen. Keine Ahnung, irgendwo hier. Ich gebe dir die Seite. Das hat tatsächlich aber auch einen Vorteil, wie hier auch steht. Wenn man Shiny hunten möchte in Gen 2, kann man die Eier einfach nur abholen, was um einiges schneller geht, als die Eier auch noch auszubrüten. Und wenn man die Eier dann anschaut, bei Professor Eich in Pokémon Stadium, hat das Ei, was ein Shiny drinnen hat, eine andere Farbe. Kommt aber auch auf das Pokémon drauf an. Bei ein paar Pokémon sieht man es besser, bei ein paar Pokémon sieht man es schlechter. Und so kann man zum Beispiel das Ganze ausbrüten hier. So kann man das Ganze ausbrüten umgehen. Kannst du deine Trainer-ID eingeben? Oh Gott. Ja, 6, keine Ahnung. Ja, die sind jetzt ähnlich. Corsola hier. Auch ähnlich, aber anders. Das hier. Da sieht man den Unterschied ganz gut. Das Shiny Ei ist leicht grüner. Das würde man in einer Menge von Eiern in Pokémon Stadium sehen. Und so müsste man ja die Eier nicht ausbrüten. Und dann weiß man genau, welches Ei man ausbrütet, um das Shiny auszubrüten. So kann man... Geht halt natürlich nur im originalen Gen 2 Spiel, weil du 3DS Gen 2 nicht auf Stadium bringst. Somit ist legal gesagt, dass Shiny dann gefangen auf Gen 2, weil du es nicht auf Gen 3 übertragen kannst. Bim, bim, bim. Interessantes habe ich tatsächlich nicht gewusst über Stadium. Ja, ich meine, wer weiß das schon? Warum sollte man das wissen? Aber an irgendwas ist halt immer Randomness gebunden. Es gibt ja keine pure Randomness. Selbst wenn man denkt, ach, die Farbe von dem Gegner ist random, die Randomness ist trotzdem irgendwie kalkuliert. Und vor allem in alten Spielen ist Randomness halt noch wirklich verlinkt mit etwas. Ne, in Gen 1, 2 ist Shininess verlinkt mit den IV-Stats. Geschlechter sind verlinkt mit den IV-Stats und so weiter. Deswegen irgendwie... müssen die Macher ja gesagt haben, okay, aber welche Farbe hat das Pokémon denn dann wirklich? Und sie haben es halt an den Spitznamen verlinkt. Jedes Zeichen, jedes Leerzeichen, was auch immer, an welcher Stelle, sagt halt, welcher Sättigungswert wie hoch ist und somit verschiebt sich die Sättigung vom Pokémon. Shiny Giratina sieht ja wild aus. Es ist blau. Hallo Celit. Die KI in Pokémon Stadium ist so krass ekelhaft. Wie ekelhaft? Schwierig? Eigentlich schwierig ist sie nicht, wenn man gute Pokémon hat. Das Problem ist, wenn man halt nur Leih-Pokémon benutzt, wird es halt schwierig. Weil die Leih-Pokémon halt... Die meisten haben die nicht gute Attacken. Meistens haben gute Pokémon keine guten Attacken. Deswegen muss man immer so... Keine Ahnung, Bisaflor ist kacke, aber Bisaknosp ist saugut. Ist es, weiß ich jetzt nicht, aber so als Beispiel. Hatte Skorgla nicht mal in einer Gen eine andere Farbe? Ja, Skorgla ist erst seit Gen 4 oder 5 blau. Oder lila. Und war davor blau. So wie Sneeble. Sneeble war früher braun. Und dann Wickel und Games verloren. Ja gut, Wickel ist allgemein in Gen 1 halt schrecklich gewesen. Wickel, Feuerwirbel, all diese runden Attacken waren schrecklich. Pokémon Gelb fange ich ja erst an, aber die Gegner setzen immer den perfekten Konter ein. ihm. Ich merke, das würde in Capo gehen, ja. Deswegen sind die alten Spiele ja so cool. Und hallo, Roter Jay. Deswegen sind die alten Spiele ja so cool, weil sie so random Sachen hatten, so Programmiersachen, so Fehler oder nicht Fehler, aber so, keine Ahnung. Dafür gab es viele andere Sachen gar nicht. Wickel bei Pokémon Stadium hat die Wirkung, dass man nicht angreifen kann. Nein, nein, Wickel in Gen 1 hat die Wirkung, dass man nicht angreifen kann. Das hat nichts mit Stadium zu tun. Stadium ist einfach nur ein Spiel aus Gen 1. In Gen 1 hat die Attacke Wickel diese... Hast du Gen 1 nie gespielt? Du spielst doch gerade gelb. Das hat nichts mit Stadium zu tun. Ich glaube, die Stadium-KI ist sogar relativ dumm. Weil sie einfach nur immer die Attacke machen, die am meisten Schaden macht, glaube ich. So wie ich glaube, alle Spiele von Gen 1 bis 4. Erst ab Gen 5 fangen sie dann an, richtige Taktiken einzusetzen. Erikas Arena war die Hölle mit ihrem Wickelspam. Ich kann mich nicht erinnern, dass das schlimm war. Ich kann mich erinnern, dass ich glaube eher so in den Top 4 gab es, glaube ich, Gegner, die dich nicht loslassen wollten. Ich glaube Bruno mit Onyx. Und gab es nicht auch, das war erst Gen 2, oder? Gab es nicht auch eine Wasserattacke, die dich nicht loslässt? Wirbelsog, Sogwurm. Hey Leo, wie machst du den Giratina-Reset? Du meinst die Tastenkombination? Wie jedes Spiel... Whirlpool, genau. Wie jedes Pokémon-Spiel mit rechts, links, Start und Select. Du hast Erdbeben, aber das Raichu hat einfach Surfer. Ja. Du hast Gen 1 bisher nie weiter als bis Misty gespielt. Also Gen 1 kann schon sehr nervig sein, weil es halt wirklich eine Alpha ist. Oder eine Beta ist. Wenn du ein schönes Gen 1 Erlebnis haben willst, dann spiel Feuerrot und Blattgrün. Die sind auf jeden Fall ausgereifter, haben mehr Sachen, machen viel mehr Spaß, sehen schöner aus. Aber wenn du wirklich Gen 1 spielen willst, dann... benutzt du einfach dein Starter-Pokémon und nichts anderes und rennst durch. Im Origin Dex im Solo-Totogrun habe ich durch Wickel fast verloren, weil er langsamer war und die nur Wickel gemacht haben. Das ist gemein. Naja, Feuerrot, Blattgrün ist ja Gen 3. Ja, ich dachte, es geht dir nur darum, die Spiele zu spielen. Du wirst halt sicherlich mehr Spaß haben mit Feuerrot und Blattgrün, aber es kommt halt drauf an, was du machen willst. Hallo Tizi. Oder Neuauflage, Let's Go Evoli oder Pikachu, das ist kein Remake. Das ist ein eigenes Spiel, das scheiße ist. Was kommt nach Wailord? Vielleicht die Vögel in Let's Go? Willst du irgendwie die Shiny-Götter herausfordern? Willst du irgendwie mich erzürnen mit dieser Aussage? Als ob ich jemals in Let's Go Shiny handen würde. Iiii. Ich habe ja am Samstag erst Pokémon Gelb in GameStop Twente? Im Game Shop Twente in Enschede gekauft? Okay. Ich bin gerade erst dabei, mir alle Pokémon-Spiele zu holen. Sehr gut. Dir fehlt nur noch Gen 3, die teuerste Gen. Was kommt noch? Wailord? All die anderen Sachen, die wir machen? Entei, Raikou, Suicune, Giratina, Kyurem, Zweeps, Quaffaf. Oh, war ist nicht... Ne, morgen. Übermorgen. Übermorgen ist Karmesin und Purpur neue Ausbrüche, ne? Da waren, glaube ich, 2, die ich noch nicht habe. Was war das nochmal? Larvitar? Larvitar, was war noch? 3 Stück wieder, oder? Larvitar. Ich glaube, mir hat fast alles noch nicht gefehlt, aber könnte ich gebrauchen. Eine Alternative wäre im Dino-Düner ein Riesennest. Eine Alternative wäre in Gen 1 alle Vögel, Leggy-Vögel zu Shiny Hunten. Wollte weinen, als es keine Neuigkeiten zu ZA gab am Ende der World Cups. Warum hätte es eine geben sollen? Es ist nicht Pokémons Schuld. Das ist deine Schuld, dass du das erwartest. Warum sollte es sowas geben? Schwarz oder Weiß 2 fehlt mir. Auch sehr teuer. Larvitar, Kindwurm, aber noch irgendwas. Und immer 3. Hallo Kaiser. Ich kann bald endlich Smaragd nachholen, wurde heute verschickt, dann wird der Oras Gen 3 Dex auch durch den richtigen Origin Dex ersetzt, bis auf Chiraji und die es nur in Rubin Saphir gibt. Also ganz viele Ausnahmen, du. Tanhell, oh Tanhell, ja. Ja, die 3 machen Sinn. Tanhell, Kindwurm und Larvitar. Pokémon selbst meint, es gibt Neuigkeiten zu den Spielen. Ja, zu den VGC-Spielen, zu den Spielen mit Multiplayer, was zu einem World Cup passt. Warum sollten sie ein Main-Game-Spiel auf einer World Cup veröffentlichen? Niemals. Du hast nicht die originalen Hard Gold und Soul Silver gekauft? Da musst du allgemein aufpassen, ne? Solange das Spiel nicht 100 € kostet, solltest du einmal genauer hingucken. Du solltest immer genauer hingucken, aber wenn sie günstig sind, ist erst recht klar, dass sie fake sind. Ich hole mir sicher nicht noch einen GBA und einen GameCube-Channel allein für Jirachi. Aber GameCubes sind cool. Gamecubes sind cool. Gamecubes haben so viele coole Spiele noch, wie Eternal Darkness, Star Fox, Pikmin, Smash Bros., Mario Kart Double Dash, Donkey Konga. Gamecube ist großartig. Wir haben News zu Pokémon Go bekommen. Ich weiß gar nicht, was für News. Gamecube ist geil, modern und gut ist. Ja, pst. Du hast 104 € bezahlt für die Cartridges und sie waren fake. Niemals kaufen, wenn du nicht die Bilder siehst. Weil das musst du auf den Bildern ja gesehen haben. Also hast du die Bilder nicht angeguckt? Oder es waren keine Bilder dabei? Die sofortigen Game-Gelüste muss man stillen. Und deswegen ist eine Gamecube großartig, ja. Hallo Daisuke. Ich habe endlich dein Video geschaut, als du Kapu nur mit Metronom durchgespielt hast. Was für ein geiles Video. Dankeschön. Das war echt geil. Und es ist auch noch sackenschwer. Und das Video zu machen war auch so schwer. Aber nein, die Leute schauen lieber ein Tutorial, wie man Pokémon brütet. Erinnert mich jedes Mal an den Dude, der Shinies für 200 Euro gekauft hat. Ja. Das habe ich erst im Podcast von Miauz genauer erzählt, die Geschichte. Aber es waren über 200 Euro, glaube ich. Dass Dynamax kommt, war die News. Achso, ja, aber das wussten wir ja. Das war ja klar, oder? War das das? Ich glaube, die hatten da schon mal so ein Bild veröffentlicht davor schon. Er kauft sich den Shinies. Sehr viele Menschen. Waren falsche Bilder. Dann schickt das Spiel zurück. Die haben gegen die eBay-Bedingungen verstoßen und müssen dir das Spiel ersetzen, zurückschicken und Geld wiedergeben. Wenn es nicht die Bilder waren vom Produkt, wird eBay die sowas von fertig machen und du kriegst dein Geld zurück. Vielleicht musst du sie noch nicht mal zurückschicken, weil es einfach Betrug ist. Wehr dich dagegen, akzeptiere nicht, dass du Fakes geschickt bekommen hast, außer in der Beschreibung steht Fakes. Dann bist du selber schuld. Aber wenn da falsche Bilder waren, dann, oder wenn es auch nur irgendwie so aussieht, als ob sie original sind und sie sind nicht original, dann kannst du eBay ganz einfach. Da kriegst du dein Geld sofort wieder. Das Video war wirklich richtig geil. Dankeschön. Das Markt im Top-Zustand ersteigert für 78 Thalers, ist heute angekommen. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Sehr, sehr gut. Ich habe zum Beispiel nur einen Smaragd ohne hier Aufkleber. War Kleinanzeigen, der hat sich gelöscht danach. Trotzdem, du willst es nicht mal probieren, oder? Es ist eindeutig Betrug und eBay wird dir das Geld wiedergeben. Zumindest solltest du es probieren. Du musst nur eBay schreiben und sagen, hey, das ist eindeutig falsch gewesen, der hat seinen Account danach gelöscht. Kriege ich irgendwie mein Geld wieder? Willst du kein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen fragen, ob du vielleicht 100 Euro zurückhaben kannst? Vor allem, wenn du PayPal benutzt hast. Dann kannst du sogar über PayPal gehen. Ich wurde bei Kleinanzeigen auch mal gescammt und habe mein Geld nicht bekommen. Trotz mehreren Anfragen. Jetzt nicht den Mut nehmen. Man muss es trotzdem jedes Mal probieren. Gibt es keine Shops mehr, wo man gebrauchte Spiele kaufen kann, weil im Internet kannst du niemandem vertrauen bei solchen Sachen. Wenn du so ein Pokémon-Spiel in einem Shop findest... Also klar, aber erstmal find so einen Shop. Find ein Pokémon-Spiel in einem Shop. In Amerika gibt es da sehr, sehr viele. Aber auch sackenteuer halt. Waren zum Glück nur 10 Euro? Ja, gut, 10 Euro. Ich habe versucht und eBay sagt Eigenverschulden und bei Kleinanzeigen überweist man direkt an Bank und nicht über eBay-System. Was lernen wir daraus? Einiges. eBay Kleinanzeigen suckt ass. Yes. Nee, muss ja nicht. Aber... Man kann immer drauf reinfallen, ne? Umso intelligenter die Person das macht, umso besser es gefaked ist, ne? Aber ja, ich würde immer versuchen, PayPal oder sowas zu benutzen, weil die haben den Käuferschutz. Oder halt nochmal extra nach Bildern fragen. Hey, kannst du kurz die Rückseite besser fotografieren. Irgendwie versuchen rauszufinden, ob die Bilder echt sind, indem man nochmal nach Bildern fragt. Wenn dann schon so kommt, so nee, dann... Ich meine, wenn man nicht 100 € für 100 € kurz mit dem Handy ein Bild macht von einem Spiel, dann kann was nicht richtig sein, so. Deswegen, ich würde da immer so nochmal nachstechen. Genau, wenn er sich anbietet, ist nicht seriös, genau. Ich gucke auf eBay auch, wenn da jemand ist, der nicht irgendwie schon 1000 abgeschlossene Verkäufe hat, dann mache ich das auch gar nicht. Das muss jemand sein, der schon wirklich halt auf eBay Sachen immer mal wieder verkauft hat und gute Bewertungen hat. Ich weiß nicht, ob man das auf Kleinanzeigen aussieht. Ich wurde tatsächlich über Abholen eher gescammt. Es wird gefragt, wann sind Sie daheim? Und wenn ich sage immer, kommt nie was zurück. Ja, das kann gefährlich sein, auch bei diesem... was war das? Aber ja, genau sowas. Die wollen rausfinden, wann du zu Hause bist und wann nicht. Irgendwie diese Klingeln, mit denen man... Diese digitalen Klingeln, wo man klingelt und dann kann man das mit dem Handy verbinden und sowas. Das heißt, jemand klingelt bei dir und du bist nicht zu Hause, dann siehst du, wer vor deiner Tür steht. Aber wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, wenn du dann sagst, hey, ich bin gerade nicht zu Hause, bitte legen Sie es einfach vor den... Dafür ist es ja da, ne? Um zu sagen, hey, ich bin gerade nicht zu Hause, bitte Amazon leg's vor die Tür rechts oder sowas. Aber Einbrecher können halt zu diesen digitalen Klingeln hingehen. Und halt hoffen, dass die Person sagt, ich bin gerade nicht zu Hause. Hey. Nice. Aber genau genommen kann man dann auch einfach klopfen, ne? Oder halt irgendwie über diese digitale Klingel versuchen, glaube ich, Leute rauszufinden. Ring irgendwas. Ring-a-ding-ding-ding. Amazon ist aber mega teuer für alte Spiele. Auf Amazon sollst du gar nichts kaufen. Also, auf Amazon, warum? Da gibt es überhaupt keine gebrauchten Spiele. Also, lasst es. Lasst es. Also für Pokémon Dungeon Himmel habe ich ein Angebot gefunden für 150 €. Keine Ahnung. Also mit DK Oldies. DK Oldies gibt es noch. Da habe ich meinen amerikanischen DS gekauft. Aber DK Oldies, also das ist ja aus Amerika, ne? Musst erstmal Lieferkosten zahlen und dann Zoll und sowas. Aber DK Oldies ist inzwischen bekannt dafür, dass sie halt so... voll damit werben, wie Retro und oh, die Nostalgie. Und halt damit werben, dass all die Sachen gereinigt sind und toll hergerichtet sind. Und dann kriegst du es und du schraubst es auf und es sind einfach Maden drin, so ungefähr. Also die versprechen mehr, als sie tun und die Preise sind auch im Schnitt mehr, als wenn du einen guten Deal auf eBay natürlich findest oder auf Facebook oder auf einem Flohmarkt. Es ist halt eine Website, die müssen halt ihr Geld verdienen. Aber was halt die so in Verruf gebracht hat, ist, dass sie einfach lügen, wenn sie sagen, komplett grundgereinigt und so, kaufst eine N64, die komplett gereinigt sein soll und dann kriegst du die und da ist nichts gereinigt. So, damit sind die ein bisschen aufgestoßen bei der Retro-Community. Aber ich habe es mir halt auch, ich wollte nicht ewig versuchen, irgendwie einen amerikanischen DS zu finden. Und dann bin ich auch einfach auf DK Oldies gegangen und habe einen gefunden, dieses Käsebrett für 80 € und dann hat es halt 100 gekostet mit Lieferkosten und Zoll. Wobei mit Zoll wahrscheinlich noch mehr. In Amerika wurde bei einer Frau eingebrochen, weil sie Ring hatte und gesagt hat, sie ist nicht da. Genau, ich glaube, das war das, was ich gehört habe, ja. Dass halt Einbrecher das ausnutzen, um rauszufinden, ob du nicht da bist oder allein wenn die zum Beispiel sagt, ich bin gerade im Urlaub 3 Tage lang, dann wissen die, nice, kann ich morgen Nacht wiederkommen, weil du im Urlaub bist. Bisschen mitdenken, nicht einfach solche Sachen sagen. Ah, wir sind jetzt bei 300 Wailords. Das dauert echt lang, ne? Diese Resets sind echt knackig. Die Sorgen hätten wir nicht, wenn die Spiele auf Switch online wären. Und mit Home verknüpft wären. Solange sie nicht mit Home verknüpft sind, haben wir immer noch die gleichen Probleme. Zumindest viele von uns. Ja, es ist halt so ärgerlich, weil Nintendo nichts davon hat. Nintendo hat nichts davon, wenn wir 100 Euro ausgeben auf eBay. Deswegen ist es so doppelt unverständlich. So, warum? Warum macht ihr nicht mal eben kurz eine geile Collection? Aber ich habe mich auch gewundert, als ich so ein paar Bilder von der Pokémon Worlds jetzt gesehen habe. Da gibt es ja in diesem Messegelände, gibt es ja wirklich auch einen Bereich, wo erstmal Künstler Pokémon-Merch verkaufen. Was ich schon mal krass finde, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass all diese Künstler Pokémon-Lizenzen bezahlen. Das heißt, Pokémon öffentlich, offiziell quasi akzeptiert Fanart. Und dass man auch Fanart verkauft. Weil die verschenken das ja nicht, die verkaufen das. Und ich kann nicht glauben, dass jeder sich eine Lizenz gekauft hat vom Pokémon, ein Pikachu-Plüsch zu machen und zu verkaufen. Das kann nicht sein. Das heißt, irgendwie Pokémon toleriert es, aber nicht nur tolerieren. Toleriert haben sie schon immer, aber halt wirklich auch einen Platz dafür schaffen, das zu verkaufen. Finde ich krass. Oder ich verstehe es halt gar nicht. Und aber auch genauso gebrauchte Spiele. Da ist eine Halle, wo du gebrauchte Pokémon-Spiele kaufen kannst. Wo ich mir auch denke, krass. Dafür, dass Nintendo vor allem offiziell so, also öffentlich so krass dagegen ist, dass man Spiele weiterverkauft oder halt Secondhand. Und dann Pokémon Worlds, fette Halle, wo einfach Leute ihre Retro-Sachen verkaufen. Wovon Pokémon gar nichts hat. Außer Fanservice. Und deswegen machen sie es ja hoffentlich. Weil sie akzeptiert haben, dass sie nichts dagegen tun können und es für das ganze Fandom gut ist, natürlich. Oder ich verstehe da was nicht und die müssten alle eine fette Lizenz kaufen, bevor sie überhaupt dort ihren Stand aufmachen. Was gut sein kann. Aber es kann irgendwie auch nicht sein. Pokémon Stadium auf der Switch ist nur Steuerung C, Steuerung V. Ja. Das ist einfach nur die ROM übertragen und noch nicht mal irgendwie eine Nachricht, dass das quasi noch nicht mal irgendwie rausretuschiert irgendwas, was keinen Sinn ergibt. Weil du natürlich deine Spiele nicht verknüpfen kannst. Aber vielleicht wird man irgendwann die Spiele verknüpfen können. Hat jemand schon PMD Team Rot auf der Switch gespielt? Nö, ich habe das Remake damals gespielt und ich bin kein Dungeon-Freund. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Also ich habe es durchgespielt. Aber auch danach kann man ja noch so viel machen, habe ich nie gemacht. Weil es mir immer auf den Sack geht, wenn man dann im Dungeon stirbt und dann alles verliert. Deswegen mag ich Rogue auch nicht so. Ich mag dieses Prinzip nicht, dass wenn ich versage, dass ich dann alles verliere. Viele mögen es. Mit Fanhalt ist halt so, wo kein Kläger, da kein Anwalt. Ja, ja, klar, das ist allgemein so. Wo kein Kläger, da kein... Anders, es geht anders. Wo kein Richter. Wo kein Kläger, da kein Richter, so. Warte mal. Wo kein Kläger, da kein Richter, genau. Deswegen, das war ja schon immer so. Und es gibt ja viele Fälle, wo... Ja, es gibt ja auch YouTuber, die Pokémon-Merch verkaufen. riesige, die richtig viel Geld damit machen und die haben safe keine Lizenzierung von Pokémon bekommen. Deswegen ja, aber dass sie es öffentlich bewerben, dass man auf die Pokémon Worlds kommen kann und quasi Counterfeit Pokémon Merch kaufen kann, also nicht offiziellen Pokémon Merch, sondern von Fans gemacht und verkauft und auch Secondhand Sachen, das ist mir neu. Also, dass sie das halt wirklich, es ist ja nicht mehr akzeptieren, das ist ja nicht mehr tolerieren, das ist ja dafür sein, richtig. Also halt nach außen sagen, ja, wir finden das gut. Was super ist, ich verstehe es noch nicht. Hallo Redface, dankeschön für deinen Prime. Kann man in PMD Shinies bekommen? Also im Remake auf jeden Fall, im Original weiß ich nicht. Wenn man darauf aufmerksam macht, dass das Fanart ist, sind die fein raus. Nur wenn du es nicht verkaufst. Du darfst Fanart nicht verkaufen. Aber die haben das verkauft, von dem, was ich rede. Pokémon World ist eine offizielle Pokémon-Veranstaltung. Ja, das sind die Weltmeisterschaften der Pokémon-Spiele. TCG, Unite, Pokémon Go, Pokémon VGC. Und da dürfen Artists Fanart verkaufen. So sah das aus. Wie, die dürfen das gar nicht? Nein, du darfst Fanart nicht verkaufen. Natürlich nicht. Dann kannst du ja immer sagen, dass es Fanart ist. Fanart ist Kunst, die du als Fan machst, aber damit kein Geld verdienst. Das ist Fanart. Natürlich kannst du indirekt Geld verdienen, indem du die Kunst machst, während du auf Twitch live bist. Dadurch bekommst du ja auch Geld, weil du die Kunst live machst. Also sobald du das Produkt verkaufst, verstößt du gegen krasses Copyright. Du darfst mit nichts Geld verdienen, das nicht dir gehört. Und das Ebenbild von Pikachu gehört nicht dir. Also streng genommen auch jedes Mal, wenn ihr einfach nur auf TikTok ein Fanart-Video seht von Pokémon. Also nicht von Pokémon, aber jemand hat einen Comic gemacht mit Pikachu, Bisasam und was nicht alles. Oder das Video, wo Endivie zerschnitten wird. Pokémon könnte die verklagen. Tun sie nicht, weil warum? Viel zu viel Aufwand, aber rein rechtlich gesehen, ja, weil die verdienen damit Geld mit der Intelligenz, Begriff vergessen, mit dem Copyright, was Pokémon gehört. Es sind noch ein paar Pokémon patentiert, da gibt es eine Grauzone. Ja, das bezieht sich auf sowas wie Palworld. Das hast du bestimmt rausgefunden, weil du dich auch über Palworld informiert hast. Das bezieht aber nicht alles. Patent ist wieder was anderes. Patent ist tatsächlich, ja, zum Beispiel die N64. Ja, die N64 hat ein Patent, ein Joy-Con hat ein Patent, du darfst nicht exakt das gleiche bauen, weil da ein Patent drauf ist. Und ein paar Pokémon haben auch ein Patent. Aber jedes Pokémon hat geistiges Eigentum. Du darfst auch nicht rein rechtlich das unbekannteste Pokémon nehmen. Ich glaube, eins der unbeliebtesten Pokémon war wie heißt's? Gothita. Wie heißt das kleine? Morbites? Nee, das ist davor. Das war eins der unbeliebtesten. Selbst wenn du davon. Goofa auch, ja, stimmt. Selbst wenn du einen Goofa-Plüsch machst. Du darfst keinen Goofa-Plüsch machen und verkaufen. Darfst du nicht. Natürlich machen es Leute und die kommen damit davon. Und ich ärgere mich immer, dass ich sowas nicht mache. Aber natürlich darfst du es nicht machen. Die Affen sind alle recht unbeliebt. Ja, es gab nur mal eine Liste. Die machen immer jedes Jahr so fette Umfragen von den beliebtesten Pokémon und dann füllst du so aus. Ich glaube, letztes Jahr gab es 3, die 0 Stimmen bekommen haben. Und es war, glaube ich, Goofa, eben Morbi. Wer ist denn das? Morbella? Das kleine. Morbites. Ghost Cheetah. Das war auch mit dabei. Und das dritte weiß ich nicht mehr. Lego scheißt auf die Fans, sie konzentrieren sich lieber alles zu verklagen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Molly Morba, genau. Molly Morba. Über Lego haben wir hier auch schon oft geredet. Wenn ihr Lego wärt, würdet ihr das genauso machen. Die müssen es so machen. Wenn Lego es nicht so gemacht hätte, hätte Lego jedes Copyright verloren bis jetzt. Das kannst du auch nicht machen. Wenn man es genügend transformiert, kann man argumentieren. Aber ja, wie gesagt, es ist eher so, zum Glück ist es Pokémon egal. Ja, genau, du kannst abweichen, so wie das eben Palworld gemacht hat. Du kannst abweichen, dich inspirieren lassen, du kannst Sachen nehmen, zusammenbauen und so weiter. Und dann können sie trotzdem was machen, aber es wird halt immer schwieriger, weil dann ist es nicht mehr einfach schwarz auf weiß, sondern dann ist es... dann muss tatsächlich ein Richter da sitzen und entscheiden. Und sagen, okay, die Ohren sind gleich, das aber nicht. Hier steckt neue Kreativität drin, da aber nicht. Und dann deswegen gibt es Richter, die das dann entscheiden. Aber zu sowas kommt es ja immer nicht, ne? Weil es viel zu viel Geld und Aufwand ist. Aber ja, es hat mich nur so gewundert, dass... Ich meine, ich kann noch mal gucken. Es war wirklich in einem offiziellen Worlds-Trailer, glaube ich. Dass sie so die Sachen aufgezählt haben, die man auf der World machen kann. Und da war halt auch drunter Secondhand Spiele kaufen, Fanarts kaufen. Also es war nicht so definiert, wie ich es gerade sage. Ich habe die genaue Definition, weiß ich jetzt nicht mehr. Also es sah für mich so aus. Es kann natürlich trotzdem alles lizenziert von Pokémon sein. Weil es verwundert mich schon sehr, dass hier einfach Fans und Retro-Verkäufer offiziell öffentlich Sachen verkaufen lassen. Naja. Hauptsache gegen Emulatoren geht man vor. Oder ich habe in der Werbeindustrie gearbeitet. Ich habe das alles gelernt. Ich sehe das oft anders als ihr. Aber Nintendo ist noch nie gegen Emulatoren vorgegangen. Auch damals so schlimm, als die Leute sich drüber oh Gott, die Videos, die entstanden sind von all diesen Menschen. So, oh, Nintendo nimmt uns Emulatoren weg. Nein. Nein, tun sie nicht. Nur weil sie ihre AGBs kurz aktualisieren, sind alle ausgerastet. Wie? Ich werde ins Gefängnis kommen dafür, dass ich mit Emulatoren auf Twitch streame? Oh mein Gott. Nintendo ist so böse. Nein. Hat Nintendo nicht Dolphin runtergenommen? Natürlich hat Nintendo Dolphin runtergenommen. Weil Dolphin dumm war. Aber gegen Fanmatch-Spiele sind sie vorgegangen. Ja, weil sie verkauft haben. Leute, ihr müsst doch, also ich bin auch nicht immer für Pokémon. Die machen schon echt Kacksachen, oder Nintendo. Aber du kannst nicht erwarten, dass die stillstehen, wenn Leute mit deren IPs, Intelligent Properties, Geld verdienen. Die können nicht stillsitzen da. Du kannst nicht Fans einfach Spiele machen lassen und damit Geld verdienen lassen. Das geht nicht. Natürlich müssen sie was dagegen machen. Aber sie machen eben nichts dagegen, wenn du kein Geld damit verdienst, wenn du dich an die Regeln hältst, die extra gemacht haben, damit Fans Spiele machen können. Warum gibt es denn Fanmade-Spiele? Weil Pokémon Regeln definiert hat, an die du dich halten musst, und schon kannst du alle Fanmade-Spiele machen, die du Bock hast. Du darfst es halt nur nicht verkaufen, logischerweise. Und was hat Dolphin gemacht, die Idioten? Die haben einfach also quasi jeder Emulator, vor allem die neueren Emulatoren, haben quasi einen Code, sage ich mal jetzt grob, eine Datei, mit der Emulator erst funktioniert. Und die Datei musst du aus deiner Konsole rausziehen. keine Ahnung, wie nennt man das nochmal, Index. Index-Datei, Library-Datei. So eine Datei, die auf jeden Fall sagt, dass du eine Konsole besitzt. Dass das deine Konsole ist. BIOS? Nee. Und Dolphin hat es einfach mit angeboten auf Steam. Also das höchst illegalste. Weißt du, Emulatoren sind nicht egal. Sind nicht illegal. Aber Dolphin hat einfach Dolphin auf Steam gepackt mit dieser Datei, die höchst illegal ist. Und wundern sich dann, dass Nintendo die drunter nimmt von Steam. Oh! Aber Dolphin wurde deswegen nicht verklagt. Weißt du, die könnten die alle zu Tode klagen, aber sie machen es nicht. Wen sie angefangen haben zu verklagen, war hier, wie heißt's? Chemu, Citra. Wer ist das von der Switch? Egal, der Switch-Emulator. Warum haben die den nicht? Ja, Citra ist 3DS. War Pokémon Uranium nicht kostenlos? Ja. Ich habe Pokémon Uranium. Ist es weg? Yuzu, genau, danke. Yuzu haben sie verklagt, nicht weil das ein Emulator ist, sondern weil Yuzu Millionen verdient hat mit diesem Yuzu-Emulator, weil die einen Patreon gehabt haben mit Tausenden von Patreons, die denen Tausenden Millionen von Geld gegeben haben. Dann so, oh, Nintendo hat das rausgefunden, dass wir einen öffentlichen Patreon haben, mit dem wir Millionen verdienen, mit dem Emulator. Komisch, dass wir verklagt werden, dass wir Geld verdienen mit der Software von der Switch. Wurde Uranium von Nintendo weggeklagt? Bam, bam, bam. Weiß ich nicht. Genau. Ups. Es gibt definitiv Fälle, wo sie einfach asozial sind. Aber ich würde sagen, es bessert sich eher. Wie auch Nintendo mit der Smash-Community hat sich auch gebessert. Hallo Itako. Smash-Community ist, glaube ich, jetzt auch glücklicher mit Nintendo als noch vor 2 Jahren. So small, so red. Ich bin nicht so rot. Was? Bei Uranium weiß ich nicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass es ihnen nicht gefallen hat. Ist Uranium nicht, dass noch der Typ Uran hinzugefügt wurde? Wo Pokémon so halt aussehen, als wären sie halt so Simpson 3 Augenfisch. Also von Uran verschmolzen. Nennt man das genetisch abgefuckt. Vielleicht hat ihnen das nicht gefallen. Auf der anderen Seite existiert auch Pokémon Ass. Kannst halt gesellschaftlich nicht bringen. Ja, aber es existiert auch Pokémon Ass, wo alle Trainer nackt sind und aber vielleicht ist das nie so erfolgreich gewesen. Uranium hatte diese, ja, ich weiß nicht, ob es Fusions waren, aber es waren halt Pokémon vom Typ Uran. Und Japan mag das Thema von wegen Atomkraft nicht so. Vielleicht deswegen auch, ne? Das meinst du, so meinst du es, ja, ja, ja. Bam, 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 bam. Ja, ich war in Hiroshima und die gehen echt super damit um, finde ich. Das ist echt inspirierend, wie die da in Hiroshima das Museum gemacht haben und die ganze Stadt. Das ist echt cool. In Anbetracht der Situation. Du läufst jetzt da nicht rum und sagst, wow, hier war Bombe, voll cool. Aber es ist schon cool. Also es ist schön. Also es ist schön. Schön. Also so halt. Dafür. Schön. Aber vielleicht war dann Uranium zu viel. Oder sie haben eins zu einer von den Regeln halt nicht befolgt. Vielleicht haben sie irgendwo Geld verlangt. Vielleicht haben sie irgendwo was gemacht, was gegen die Gesetze, Richtlinien verstößt. Richtig Bombe hier. Habe ich nicht gesagt. Allgemein nach Japan, viele wollen nach Japan. Ne? Irgendwann werdet ihr das nötige Geld zusammengespart haben und euren Traum erfüllen nach Japan. Und dann kann ich euch nur ans Herz legen, auch für 2-3 Tage nach Hiroshima zu fahren. Wichtig. So, haben wir jetzt endlich mal einen Weilort gleich. Wir haben erst so wenig gesehen. Was sind da los? Geht das nicht ein bisschen schneller hier? Das Auge. Kacklied. Besseres Lied. It's Update Day. It's Update Day. Oh, heute ist Update Day. Heute ist Mittwoch. It's Wednesday. Das kennt wieder keiner. Kennt hier irgendjemand die Referenz, die ich gerade sage? Irgendjemand ist hier irgendjemand auch cool. Update Day. It. Guter Film. Dingens. Update Day. I reckon. It. IT. IT Crowd. Die zwei Jungen und die Frau. Was? Update Day. Nein, IT Crowd, nein. Ich habe gerade nicht IT Crowd zitiert. In it, mate. What? What? Okay, ihr kennt alle nicht Update Day. Update Day. Mehr muss man nicht eingeben dafür. Update Day. Update Day. Update Day. Kennt keiner von euch? Okay. Ihr macht mich fertig. Internetkultur hat keiner von euch genossen. I reckon. Okay. Kennt keiner? Gut. Wie immer, höchst enttäuscht. Da merkt man, wie alt man ist. Was hat das jetzt mit Alter zu tun? Die WeShop-Musik geht einmal... Ja, die ist... Schade eigentlich, dass die Switch so wenig Soundtracks hat. Dass da nicht auch irgendwie ein geiler Song im Hintergrund ist. Du schaust fast nichts auf Englisch, das haben wir gerade geändert. Hausaufgabe, alles nur noch auf Englisch schauen. Entweder bist du zu alt oder wir zu jung. Das war kein altes Video, das ist nur so gemacht, dass es alt aussieht, was? Dachtet ihr, das Video ist so alt, und weil es 3:4 ist, 4:3 ist? Das ist extra so, die ganze Serie ist 4:3, was? Ihr seid alle komisch. Ich bin nur viel zu viel im Internet. Das hat nichts mit Alter zu tun. Ich habe Englisch auch nur durchs Zocken gelernt. Ja, Filme und Musik und alles. Ich habe mir damals Papa Roach, Linkin Park, Eminem, die Lyrics rausgeschrieben und versucht zu verstehen und mir übersetzt und die Texte von denen gelernt. 6 Jahre oder so ist das schon alt, oder? Spike kennt's! Ja, es ist schon locker, glaube ich, 6, 7 Jahre alt, ja. Hallo Sandwich-Katze. Update Day. Heute sagen die Leute nur, es ist Mittwoch, meine Leute. Früher hieß das noch Update Day, der Mittwoch. Jetzt ist es It's Wednesday, my dudes. Und nicht mal das, die Leute sagen, es ist Mittwoch, meine Leute. Oder wie sagen die? Es ist Mittwoch, meine Leute. Meine Kerle, oh Gott. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Oh Gott, das ist scheiße. Komm, ein bisschen Internetkultur. Für all die Leute, die nicht wissen, woher das ist, weil es so dumm verdeutscht ist. That's it. Okay, okay. Wieder was beigebracht? Oder dachtet ihr, alles ist der dumme Frosch? Bergfest. Jetzt kommst du mit Bergfest. Gott. Das war Jimmy. Jimmy ist ein großer Streamer. Und ist bekannt dadurch, dass er vor vielen Jahren gesagt hat, es ist Wednesday, my dudes. Auf Wein. Wer kennt noch Wein? Wer hat Wein benutzt hier? Kommt schon. Ich war so ein Fan von Wein. Ich war zerstört, als Twitter Wein kaputt gemacht hat. Wein war das bessere TikTok. Und warum? Wegen der Zeit. Also ich verstehe, dass TikTok mehr Leute benutzen, weil man mehr Zeit hat. Aber Wein war damals wie TikTok, nur dass man maximal 7 Sekunden Zeit hatte. Also nichts konnte länger als 7 Sekunden sein. Das hat dafür gesorgt, dass die Leute in 7 Sekunden maximale Kreativität rauskotzen mussten. Wie das gerade, was wir gesehen haben. Und diese Zeitlimitierung, glaube ich, hat dafür gesorgt, dass die Leute halt wirklich nicht nur Schrott gemacht haben, sondern auf kürzester Zeit irgendwie halt. Ah, da musst du einfach so viel mehr, einfach so kreativer sein, weil du hast dieses fette oder dieses winzige Time-Format. Es war Donnerstag. Dann ist blöd. Marlon Webb habe ich gern angeschaut auf Wein. Wer war nochmal Marlon Webb? Marlon Webb. War das der Surprise Motherfucker? Ah, ja. Oh, der war so lustig. Der im Auto. Nee, das war der andere. Egal. Ja, der war Sau, der sich jemals... Die mit den ausgestreckten Armen gelaufen sind zu Aha, glaube ich, oder? Marlon Webb war sehr lustig, ja. Mittlerweile kann ich Filme auf TikTok gucken. Ist halt echt so. Teil 23. Ja, aber die ursprüngliche Watermelon ist nicht von Marlon Webb. Oh mein Gott, ist Watermelon. Insider Watermelon. Das ist, glaube ich, nicht Marlon Webb. Aber er hat viel so Watermelon, glaube ich, gemacht, ja. Ich kenne nicht mal Wein. Wein war auch in Deutschland, glaube ich, null bekannt. Also wirklich so null. So wie Twitter auch immer noch ein bisschen. Und dann irgendwann... Wein war einfach TikTok, nur dass nichts durfte länger sein als 6 Sekunden. 6 oder 7 Sekunden. Dann hat Twitter Wein gekauft. Hat es wahrscheinlich als Konkurrenz gesehen und hat Wein einfach gelöscht. Also dein Wein-Account wurde einfach gelöscht. Und all die Sachen, die ich geliked hatte und irgendwie archiviert hatte, waren weg. Waren so lustige Videos dabei. Shavakadu. Ja, so viele Memes kommen von Wein. Und die Leute wissen es wahrscheinlich nicht mehr. In der Schweiz und Deutschland und Österreich haben noch die gleiche Kultur, was das Internetleben anbelangt. Mein Lieblingswein ist wohl der eine Typ mit der Bee. There's a bee. Der da. Ich kenne nur den Spruch, ich habe eine Wassermelone getragen. Den kennst auch nur du, den Spruch. Ich habe eine Wassermelone getragen. Two dudes sitting in a hot tub. 5 feet apart, 'cause you're not gay. Ich war letztes Jahr in der Schweiz, dachte Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Dirty Dancing? Ich habe eine Wassermelone getragen. Dirty Dancing? Gibt so viele Zitate aus Dirty Dancing, aber doch nicht. Was ist denn? Ich habe eine Wassermelone getragen. Was ist das denn für ein Zitat? Facebook? Schau, es ist so kacke, dass es nur auf Facebook ist, der Clip. Ja, auf Englisch. Kann man copyrighten hier. Ich habe den Film zu selten gesehen. Ich verstehe es nicht. Siehst du, die Leute kennen das. Das ist Babys Anmachspruch. Ja, so habe ich es irgendwie auch jetzt, glaube ich, interpretiert. War so ein kleiner Clip. Leo schämt sich, glaube ich, gerade aber eher für euch. Ja. Ich meine, was ist daran zitierwürdig? Da ist ja blaues Licht lustiger. Ein blaues Licht, was tut es? Es leuchtet blau. Da ist das ja noch zitatwürdiger. Aber ich habe eine Wassermelone getragen. Warum? Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ihr habt von Wassermelonen gesprochen. Ja, lustigen Wassermelonen. Watermelons. Inside a watermelon. Ich bin zwar 22, aber ich kratze von beiden Generationen nur an der Oberfläche, bin in keiner richtig drin. Willst du sagen, du bist Millennial? Du bist nicht Millennial. Du bist ein Zoomer. Mit 22? Ich weiß nicht. Mit 22 bist du nach 2000 geboren. Natürlich bist du ein Zoomer. Das ist kackegal, wie du dich fühlst. Du bist Zoomer. Zillennial. Nixer. Warum solltest du... Also okay, du redest jetzt davon, dass du Gen 1 spielst. Okay. Es gibt einige coole Zoomers, die in die 90er-Jahre-Spiele abtauchen wollen. Das ist sehr cool. Du bist trotzdem ein Zoomer. Mit 30 bist du natürlich Millennial. Ich weiß nicht, wo der Millennial aufhört. Geht Millennial noch über das Millennium drüber? Oder war das nicht... Hört es bei 99 auf? Muss ich jetzt wieder googeln? Ich google wieder. Millennials... Years... Keine Ahnung. Da. Millennials ist bis 96. Wenn ihr gerade zwischen 28 und 43 seid, seid ihr Millennials. Ich bin genau dazwischen. Also wirklich genau dazwischen. Krass. Gen X ist davor. Ja. Irgendjemand aus Gen Alpha hier? Ich bin auf jeden Fall kein Gen Z. Doch! Es tut mir leid. Ich würde das auch nicht sein wollen. Aber faktisch bist du es. Zoomi. Ich habe mit 2 Pokémon Silber angefangen zu spielen, also bin ich auch schon 20 Jahre drin. Dann wurdest du sehr gut erzogen. Aber du bist trotzdem ein Zoomer. Es tut mir leid. Ein sehr gut erzogener Zoomer. Vielleicht wirst du irgendwann adoptiert von uns Millennials. 98 bis 04 sind was Eigenes. Ich wäre auch lieber Gen X, aber was willst du machen? Gen X klingt cooler. Ah, ich finde Millennial eigentlich ganz cool. Wir waren die wirklich die Wende. Ich rede nicht von 89, ich rede von 2000 miterlebt haben. Showers with Pantene, but I got watermelon to keep me clean. Den kenne ich nicht. Wir waren dabei, als die Welt dachte, sie geht unter. Aber dann doch nicht. Ich habe Gameboy von meiner Tante geklaut. Das würden auch nur Zoomer machen, ne? Klauen. Millennials klauen nicht. Nur Gen Z klaut. Ja, das ist Marlon Weber, ich denk's mir. Ah, dann kenne ich nur die Hits von ihm. Die Hits. Wo PCs noch Neuland waren, ja. Wo die PCs selber noch Geräusche gemacht haben, ohne dass du eine Box anschließen musstest. Also Lautsprecher. Du brauchtest keine Lautsprecher und dein PC hat trotzdem Musik machen können. Bzz, 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 bzz. Die gute Folge von der Mallorca-Soap, in der Wiegald Boning den Computercrash vorhersagt. Ist Wiegald Boning schuld? Dass ich um Mitternacht da saß und geguckt habe, ob mein PC explodiert ist? Und dann auch innerhalb der Familie. Gen Z ist knallhart, beklauen einfach ihre Großmütter. Ich bin der Letzte, der noch draußen gespielt hat. Und der Erste mit Handy. 98 bis 04 sind Zillennials. Die haben von beiden Generationen was mitgenommen. Okay, Zoomer. Der erste PC, den ich hatte, hatte 400 MHz. Ich weiß nicht, was das ist, aber es klingt viel. Der letzte, der nach draußen gespielt hat, ganz alleine. Millennials, Millennials. Alle Gen Zs von drin so. Gern dein Tablet. Nach 15 Jahren hat meine Tante ihr Gameboy wiederbekommen. Okay, nur ausgeborgt. Du kannst dich aus deiner Situation nicht rauszoomen. Großartig. Mobbing. Wer mag es nicht? Außer du gerade. Nee, es gibt genug Überschneidungen, selbstverständlich. Aber draußen spielen ist kein Argument. Mein Neffe, der jetzt 15 ist, immer wenn ich da war, der ist nur am draußen spielen. Ich meine, er hat auch Fortnite und was nicht alles geliebt. Aber der ist genauso gerne auch draußen einfach Schabernack machen gegangen. Kein Gen Z, kein Millennial, kein Russ und kein Deutscher. Was bin ich? Maxi Muster. Das bist du. Das ist auch das Schöne, du definierst dich selber. Aber benutzt nicht meine Generation, um dich zu definieren. Nein, Zillennial klingt auch schön. Klingt aber auch ein bisschen nach dem einen Glücksspiel-Playboy-Typen. Wer ist der? Dan Bilzerian. Der Player. Wir alle hatten mal die Phase, wo wir ihm auf Instagram gefolgt sind und einfach nur uns gewünscht haben, er zu sein. Komm schon, gib's zu. Wer will nicht Dan Bilzerian sein? Nur so für 10 Minuten. Länger kann ich eh nicht. Was? Was? Ah, ich müsste diese Taste so oft drücken, aber ich komme nicht hin. Ich habe auch noch wie ihr in Pokémon im Casino gespielt. Ich habe in Japan Pokémon Glücksspiel gemacht. Das ist krass, was die da alles mit Pokémon machen. Ich habe Mario Party Glücksspiel gespielt. Die haben mich abgezogen. Aber wir haben 1996 Pokémon im Casino gespielt. Boom. Auf unserer eigenen Cartridge, die wir von unserem eigenen Taschengeld oder geschenkt bekommen haben. Nicht von Oma. Ab Gen 3 lohnt sich die Spielhalle eh nicht mehr. Okay. Boomer. Nein. Der war Endgegner, jetzt bin ich obdachlos. Ach Leo, du weißt doch, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Okay, Boomer. Okay, wir müssen aufhören. Bin ich als 1995er nun ein Millennial oder Gen Z? Du bist von der Zahl her ein Millennial. Aber der letzte seiner Art. Oder was, 96 oder 98? Ich hab's natürlich geschlossen, weil ich Tabs nie offen lassen kann. Michi Theis ist ein Einhorn. Ne, der letzte Mohikaner. Gab's doch auch noch. Es muss doch wirklich, so rein zahlentechnisch, muss es den letzten Millennial geben, der irgendwie geboren ist, 96, 23,59 €. Den will ich mal kennenlernen. Damals durfte man noch, ja, Indianer kennt keinen Schmerz. Boah, das hat einmal eine Gruppe zu mir gesagt, als ich weinend auf dem Boden lag. Und es hat so wehgetan. Die Bastarde. Worte können so wehtun. Da war ich ein kleines Kind und wir waren irgendwie jetzt am Wochenende, ja, die gemein, die Goths. Die Goths waren gemein. Ich bin von 97 abgestempelt als Gen Z. Bitte verlasse den Chat. Ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, das war so dieses typische getriezt werden als Kind. Es war eine Gruppe Jugendlicher und ich habe mit denen gespielt im Schwimmbad. Und ich war, glaube ich, der Kleinste und Jüngste. Und dann haben wir Tratze gespielt. Ihr kennt doch noch Tratze, wo man in der Mitte steht. Die anderen werfen einen Ball und du musst den Ball fangen. Und ich war natürlich der, sobald er in die Mitte kommt, war es das. Das war's. Das ist das Spiel. Ich stehe in der Mitte. Schweinchen heißt das im Pott. Esel in der Mitte. Er hat einen Kreis. Oft halt im Schwimmbad, wo man den Ball so richtig schön ballern kann. Und dann werfen die den immer über mich drüber. Ich komme natürlich nicht ran, viel zu klein. Und dann auch immer mit den Sprüchen und dies und das, kannst nix und halt so richtig getriezt, Tratze halt, das heißt ja auch noch so. Asozial, heute würde das nicht mehr durchgehen, dieses Spiel. Da würden sofort die Helikoptereltern angehelikoptert kommen. Und mich da rausziehen. Auch wenn es nicht meine Eltern sind. Und irgendwann lag ich einfach nur an der Seite vom Pool und habe geweint. Und denen war das komplett egal. Und ich lag da so lang, bis meine Eltern gekommen sind und mich abgeholt haben. Und ich war so durchgefroren, weil ich halt draußen lag, aber immer noch nass. So. Und da haben die auch die ganze Zeit, sind sie zu mir hergekommen und haben gesagt, ach komm schon, Leo, Indianer kennt keinen Schmerz. Ich so, was ist das für ein Scheißspruch? Was bringt mir der Spruch jetzt gerade? Ihr mobbt mich. Das waren auch die, das habe ich schon mal erzählt, das waren auch die, die, glaube ich, mich, keine Ahnung, 3 Tage später, auch dieses Spiel einfach. Es war noch nicht mal ein Spiel, es ist einfach nur asozial. So tun, als ob du nicht existierst. Die haben quasi so getan, also ich war da und auf einmal tun sie so, als würde ich nicht sichtbar sein. Die tun so, als wäre ich unsichtbar. Und sie haben das durchgezogen, ey. Ich springe als kleines Kind da rum, hallo, ich bin hier, warum hört mich niemand? Du kriegst halt wirklich Schiss langsam. Du kriegst halt wirklich Schiss langsam, dass du einfach tot bist, so ungefähr. Gute Freunde, was heißt Freunde? Das waren halt einfach Leute, die da waren, wenn man irgendwo spielen geht, wenn man irgendwo abgeliefert wird, bei wo jemand anderem, wenn man irgendwie in einem Ferienhaus ist und dann sind da andere Kinder, irgendwie sowas halt. Freunde hätte ich da jetzt nicht gesagt. Mit denen man halt Verstecken spielt. Warum bin ich jetzt so groß? Ja, das hat mich... Ja, die haben auch irgendwie stundenlang so getan, als ob ich nicht existiere. Und dann lag ich auch irgendwann weinend in der Ecke. Aber sie haben mich nicht gesehen. Kinder, denen man halt so begegnet. Kinder der Eltern von meinen Eltern so. Nee, warte, was? Kinder von den Eltern von den Freunden von meinen Eltern. Was? Egal. Die ich damals auch nicht suchen. Ja, die haben mich ja nicht gesehen. Ich war unsichtbar, Mann. Wir haben übrigens Toasty mit einem Klick, die Klacke, die Kluck-Klack-Klick. Klicke, die Klack. Wenn du überhaupt noch hier bist. Kinder können super gemein sein, ja. Ich war bestimmt auch oft gemein. Ich meine, Erwachsene sind auch gemein, sie sagen es einem nur nicht mehr ins Gesicht. Oder? Es ist halt alles hinterm Rücken. Ja, damals, das habe ich mir so oft schon gedacht. Damals noch, wer hat Angst vorm schwarzen Mann gespielt? Wie krass war das eigentlich, dass wir das gespielt haben und noch nichts dabei gedacht haben? Es gibt bestimmt auch Schulen, wo das gespielt wird. Aber wie laut und aggressiv wir das auch gespielt haben. Wer hat Angst? Oh, so krass, ey. Und nichts dabei gedacht natürlich. Und auch vom Sportlehrer so. Jetzt spielt man das. Jetzt spielt es mal. Und dann spielen wir das ewig. Weil der Sportlehrer keinen Bock hatte, irgendwas anderes zu machen. Bam, 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 bam. Ich gemein. Ich versuche gerade zu erinnern, wie war das? Ich habe... Also das eine, das habe ich auch schon mal erzählt. Ich meine, was heißt gemein? Ich weiß nur, dass ich einmal... Ich hatte quasi meinen besten Freund damals. Und den kannte ich seit, das war mein allererster Freund ever. Ist auch eine allererste Erinnerung, die ich habe. Also ich glaube, die erste Erinnerung, die ich habe, ist, wie ich in der Früh Schlümpfe gucke. Dann kommt meine Mutter rein und sagt, wir gehen jetzt in den Kindergarten. Ich so, was ist das? Kindergarten? Kein Bock auf Pflanzen jetzt. Vor allem nicht mit anderen Kindern. Das war mein erster Kindergartentag. Und dann wurde ich dahin gebracht, natürlich geheult, geh nicht. Und dann kam so ein anderes Kind auf so einem Dreirad angeradelt. Und das ist meine erste Erinnerung, wie dieses mein dann bester Freund angeradelt kommt auf so einem Dreirad. So, das ist der und der hier und dann waren wir Freunde. So einfach war das, ne? So ist das damals. Und wir sind immer aufgewachsen dann zusammen. Es donnert. Jigsaw in jungen Jahren. Und dann irgendwann ging es auf die Grundschule. Da waren wir dann nicht gemeinsam. Also wir haben Kindergarten zusammen gemacht, aber nicht Grundschule. Aber wir haben trotzdem uns immer noch regelmäßig gesehen. Aber ich habe halt in der Grundschule Leute kennengelernt, die waren ein bisschen anders als er. Die waren quasi, wenn man es jetzt so grob sagen muss, und wir es auch grob damals gesagt haben, cooler. Ne? Die haben Gel benutzt, die haben sich die Haare gefärbt, die sind einhandig Fahrrad gefahren, halt so coole Sachen. Die haben N64 gespielt, die haben Pokémon gespielt und sowas. Halt coole Leute und mit denen... Das war halt dann meine Gang, meine Freundesgruppe in meiner Grundschulzeit. Aber ich hatte halt immer noch diesen einen besten Freund von damals. Das hat dann immer so ein bisschen geclasht, so mit wem mache ich lieber was. Und ich habe ehrlich gesagt damals anscheinend lieber was mit den neuen Freunden gemacht. Und eines Tages war mein damals bester Freund eben bei mir und hat dann so ein kleines Büchlein gefunden. Und in das Büchlein hatte ich reingeschrieben, das allein, ich glaube, das Büchlein habe ich irgendwann mal gefunden. Und dann weggeschmissen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte das irgendwann mal vor ein paar Jahren gefunden. Und das Büchlein, das war so quasi einfach so ein DIN A5-Heft, wie aus der Schule. Mit dem Titel drauf, wer ist cool oder sowas. Und dann habe ich geschrieben, was macht einen cool? Sonnenbrille, Gel in den Haaren. Haare färben, alles, was ich gerade aufgelistet habe quasi. Coole Wörter sagen, so richtig so. Warte, ich war 8. Ich glaube, ich war 8 oder so. Und dann habe ich geschrieben, Leute, die cool sind. Naja, und er war nicht mit dabei. Und dann hat er dieses Buch gefunden, als ich nicht dabei war. Ich krieg das alles aber nicht mit. Auf jeden Fall, wir spielen alle irgendwie zusammen und auf einmal er geht. Ich denke mir so, warum geht er denn einfach? Krass komisch. Und dann ruft seine Mutter, meine Mutter an, dass er doch ein kleines Heftlein gefunden habe, wo drin steht, dass er nicht cool ist. Beziehungsweise er war noch nicht mit aufgelistet. Snitch, ja. Er war noch nicht mit aufgelistet. Hat meine Mutter gesagt, hey, das hat ihn anscheinend sehr verletzt, dass er da nicht mitstand. Und dann, was eigentlich viel peinlicher war, danach das nächste Mal, als er bei mir war, habe ich gesagt, hey, ich habe gehört, das und dann habe ich so hier so und dann habe ich so mit ihm zusammen seinen Namen in die Liste reingeschrieben. Das ist sofort nachzuholen, ja. Und dann habe ich so, während er so und dann, Und irgendwie danach, glaube ich, waren wir nie wieder. Ich weiß nicht, das war relativ. Ja, und nee, danach sind wir noch zusammen aufs Gimmi auch gegangen und so. Unsere Freundschaft ist, glaube ich, nicht dadurch kaputt gegangen. Wir haben uns einfach natürlich wie jeder auseinandergelebt. Erst dann auch die 5. Klasse mit aufs Gimmi, aber dann war irgendwie Gimmi nix für ihn und dann ist er woanders hin und dann war es das. Und das ist das Gemeinste, woran ich mich erinnere, dass ich gemacht habe als Kind. Und das ist noch nicht mal so gemein, weil ich habe einfach nicht an ihn gedacht, weil er halt nicht cool war. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Das war ziemlich gemein. Das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, wehtun kann. Echt, egal wie klein man ist, wie jung man ist. Außerdem, und dann war es aus Versehen Death Note, so ein kleines Stück einfach reingeklebt. Ups. So, TZ, 142, 234. Das nimmt ihr dir bestimmt heute noch übel? Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr kreativ gezeichnet worden, aber ich glaube, das wurde gar nicht gezeichnet. Das ist doch alles AI heutzutage. Ja, bist du glücklich? Hast du dir das vorgestellt? TZ ist überhaupt noch da, um deine Geburt anzuschauen, bevor wir sie... Naja. Sieht schon lustig aus? Okay, gut. Da muss ich ja kein schlechtes Gewissen haben, dass wir es jetzt zerstört haben. Danke für das Glück. Ich habe mich immer verletzt gefühlt, wenn diese Freundesbücher untereinander herumgegeben wurden und ich nie selbst mich irgendwo reintragen durfte. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir sowas hatten. Aber ja, solche Momente hatte ich bestimmt auch. Ich meine ja, ich habe halt überlegt, ob ich solche Momente selber verursacht habe. Und ich erinnere mich nur an den einen Moment, dass ich ihn nicht in das Cool-Buch geschrieben habe. Lordi, danke schön für 42 Monate. Es tut mir leid, dass ich euch nicht auf Summer Breeze angeschaut habe. Hat Marco Lordi angeschaut auf Summer Breeze? Lordi war auf Summer Breeze und ich dachte mir zuerst, wenn ich eh da bin, okay. Also wenn ich eh in 100 Meter Reichweite bin. Aber weil ich dachte mir so, die Kostüme mal sehen. Aber dann kamen sie und ich dachte mir, nee, ich bleib lieber zu Hause. It was the heat of the moment. Wir haben auch was anderes geschaut. Okay. Also Kurkuma gefunden? Nö, ich habe nur Marco geknuddelt. Aber jemand hat auf YouTube kommentiert, dass er oder sie mich vor dem Summer Breeze gesehen hat. Aber sie waren sich nicht sicher und haben mich deswegen nicht angesprochen. Manchmal habe ich so Blicke bekommen, aber du bekommst dauernd Blicke. Jeder bekommt eigentlich immer Blicke. Aber anscheinend hat mir jemand einen Blick gegeben. Und wären sie mal hergekommen. Ich hätte es cool gefunden. Bist du nicht der? So, ja. Endlich ist mein Moment da. Ich bin der. Jetzt habe ich die Bronchitis von der Knutscherei. Achso, nicht. Meine Schwester hat Bronchitis. Tatsächlich ist einer von uns, der Fabi, ist mit Grippe im Bett. Der ist krank geworden. Aber ich noch nicht. I did it. Ich weiß nicht, was der getrieben hat. Ich glaube, du wärst auf mich... Ich glaube, ich wäre auf dich zugestürmt. Du auf mich? Hättest du machen können. Ich hätte halt die Polizei gerufen. Du auch seit Sonntag? Vielleicht hast du mit Fabi geknutscht. Er hat uns auch den Song geschickt. Ich will ihn jetzt nur nicht vorspielen, aber das klingt gar nicht so schlecht. Wie heißt es? Grazie, Promille. Ich weiß es nicht mehr, aber er hat die Demo geschickt. Das klingt gar nicht so dumm. Nee, ich habe dauernd aufgepasst. Ich habe ständig meine Hände mit Desinfektionsmittel eingerieben. Aber vielleicht kriege ich es ja noch. Und ich war ja erst vor kurzem krank. Vielleicht hatte ich noch genug Abwehr. Abwehrblut. Die haben die Sturmhelme noch nicht abgezogen gehabt. War noch kampfbereit. Kein Shiny, kein Shiny, kein Shiny. Das sind nur Enttäuschungen hier. Wie geht es deinen Stirnhöhlen? Sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage. Nee, ist alles weg. Das war alles... ich habe alles ziemlich gut weggekriegt, als ich dann den Umzug machen musste und dieses Rumtragen und alles. Das hat alles freigeräumt. Eigentlich, das Arte war ja da. Wir können mal gucken, ob es irgendwelche Konzerte vom Summer Breeze auf YouTube gibt. YouTube Arte. Welches war das eine? Ja. Mein Lieblingskonzert von... das war mein Highlight. Niera. Niera hatte Arte da. Da hat er gesagt, Kinder, geht ins Bett. Und so. Oder sowas ähnliches. Voll lustig und so. Das heißt, das sollte irgendwo, irgendwann sein. Wegen Arte war ich immer so weit hinten, genau. Der Fame. Ich wollte niemandem die Show stehlen. Es wird Zeit. Also wir sind bei beiden erst bei so einem Viertel. Wir dürfen noch nichts erwarten hier mit den Shinies. Ah! Sploosh hat er gespielt. Woho! Sploosh. Woho! Sploosh. Dankeschön, Tizi, für deine 1500 Bits. Woho! Sploosh. Dankeschön. Was kann ich denn vom Summer Breeze erzählen, was euch interessieren könnte? Ich weiß. Ich war geschockt, wie viel Playback es gab. 2 von den Bands, auf die ich mich gefreut hatte, haben eindeutig zu viel Playback gespielt. Was eigentlich schon echt eine Frechheit ist für das Metal-Genre. Es war immer noch cool. Weil du kriegst halt einfach die CD vorgespielt und nur, dass es halt richtig geil laut ist und geil klingt. Aber du denkst dir halt so, Leute, ihr steht hier von Tausenden von Menschen. Und ich weiß, das ist das Problem, die meisten Leute merken es nicht. Und die kriegen einfach eine geile Show, so wie sie es von der CD kennen halt. CD. Von Spotify kennen. Aber... ich finde die Konzerte am besten, wo du einfach merkst, dass da vorne jemand steht und sein Bestes gibt. Also auch Fehler drin sind und Ungenauigkeiten. Einfach da steht jemand und spielt sich wund. Und nicht die krassesten Poser auf der Bühne. Weil das ist es meistens. Das sind einfach die krassesten Poser, die bei dem krassen Posen nicht ihre krassen Riffs spielen können. Und deswegen müssen die eingespielt werden. Das war schade. Emure und Spiritbox. Shame. Shame on you. Für Playback gehe ich aber auf kein Konzert. Eben. Ich meine, es ist nicht so schlimm, weil es ist halt ein Festival und du siehst noch 30 andere Bands. Aber ja. Aber im Endeffekt, die Leute merken es nicht und haben Spaß. Und ich kann nicht sagen, ey, du solltest keinen Spaß haben, weil das war gerade nicht zu 100% echt. Also es heißt ja nicht 100% Playback, aber halt, da sind Gitarren drüber gelegt, da ist der Gesang drüber gelegt. Es ist schon live. Aber du hörst und siehst halt, dass der Gitarrist was anderes spielt, als gerade passiert und so. Daran merkst du es meistens. Und die Konsequenz wäre, dass sie quasi das Lied live anders spielen müssen. Weil Bands nehmen oft, das nennt man Studioband. Es gibt Studiobands und es gibt Livebands. Es gibt Bands, die nehmen ihre Musik auf fürs Studio, sodass es geil auf der Platte klingt. Das heißt, auch wenn die Band nur einen Gitarristen hat, egal, wir legen einfach 3 Gitarren übereinander, weil es klingt geil. Oder lass mal den Sänger 3 Stimmen haben, damit es geiler klingt. 3 verschiedene Höhen, damit es voller klingt und sowas. Und das muss halt dann auf einem Live-Konzert alles eingespielt werden, damit es so klingt wie auf der CD, damit es voll und kompliziert klingt. Oder, was viele andere Bands machen, was cooler ist natürlich, du spielst es leicht anders, so wie es halt möglich ist, aber immer noch cool ist. Oder du machst von vornherein Musik, so wie Live-Bands, die gemacht ist, um live zu performen und nicht dafür ist, dass sie viele Klicks bekommt. Hallo Runny! Imagine a Nightcore voice. 1, 2, 7, 3, down the Rockefeller Street, everything is more than surreal. War das richtig? Da warst du schon da, als ich diesen Alert hatte. Uiuiui, da werde ich jedes Mal ein Herzinfarkt kriegen, wenn das jetzt spielt. Selbst Marco hat es gemerkt. Ich glaube, viele haben es unterbewusst gemerkt, aber konnten nicht einordnen, warum das so klingt. Weil normalerweise, wenn du ein Live-Konzert anschaust, dann klingt es halt ein bisschen dreckig. Was live ist, weil die da wirklich gerade versuchen, diese Musik zu machen. Aber das klang halt wirklich so, als würde jemand Play, also sie haben schon drüber gespielt, es klingt immer noch live. Also sie hat schon auch wirklich gegrölt und gesungen. Aber es war halt trotzdem der komplette Track drunter gelegt. Und es ist auch so krass, der Fabi eben, der mit uns da war, der Musik produziert hat, mir das technisch erklärt, wie das geht. Und das ist faszinierend. Runny, Dankeschön für 52 Monate. Heutzutage wird die Musik, also die Bands haben auch keine, das ist mir bei vielen Bands auch aufgefallen, die Bands haben keine Verstärker mehr auf der Bühne stehen. Normalerweise hast du ja, also die Gitarre ist an einem Verstärker angeschlossen und am Verstärker stellst du ein, wie die Gitarre klingen soll oder an Pedals und sowas. Und dann richtest du ein Mikrofon auf den Verstärker, sodass du einfach genau den Sound abnimmst, von dem wie der Gitarrist das gerne in dem Moment hätte. Der Gitarrist hat die volle Kontrolle und es wird einfach nur das abgenommen, was der Gitarrist sich einstellt für das Lied. So kenne ich das. Auf einmal siehst du Bands, die keine Verstärker mehr auf der Bühne haben, keine Pedals mehr auf der Bühne haben, sondern jedes Instrument, jedes Mikrofon ist direkt verbunden mit einem MacBook oder für Backup-Zwecke mehrere MacBooks, weil wir haben eine Band angeschaut, da ist auf einmal der Sound ausgegangen. Und dann waren sie so, oh, unser MacBook ist ausgegangen wegen der Hitze, wir müssen es kurz neu starten. Und große Bands haben halt mehrere Laptops da stehen, die aufeinander zugreifen, wenn einer ausgeht. Das ist krasse Technik, die da drin steckt. Da dachte ich mir auch so, warum hat ihr einen Laptop? Für die Effekte oder was? Nee, da ist all die Musik drin. All die Musik von jeder Gitarre, jedes Schlagzeugmikrofon führt in einen Laptop rein. Mit den ganzen Empfängern oder was auch immer. Und dieser Laptop nimmt eine Audiospur oder nimmt halt die ganzen Audiospuren auf und gibt sie raus an die Master, an die großen Boxen, die wir dann hören. Und bei den ganz großen Bands, wo dann eben ein bisschen Playback passiert, ist das automatisiert in dem Programm. Das heißt, da ist nicht mal mehr ein Tonmensch da, Zum Beispiel, ne, wir kennen das, eine Band performt und auf einmal liegt Hall auf der Stimme. Für einen Moment, dass es mystisch klingt, liegt ganz viel Hall auf der Stimme. Dann im nächsten Moment gehst du von einer Drop-D-Gitarre rüber zu einer Gitarre, die akustisch klingt. Und früher haben die dann eine andere Gitarre genommen oder schnell auf ein Pedal unten gedrückt oder halt der Tonmeister hat eben Hall auf das Mikrofon schnell gelegt. Das ist alles automatisiert in diesem Laptop drin. Das heißt, er zählt einfach das Lied runter, weiß, okay, bei Takt 25 und 3 muss auf die einen Spur Hall draufgelegt werden. Klack, Hall und zurück. Und hier und da kannst du auch die ganzen Spuren drunter legen, damit der Sänger vielleicht nicht so hoch singen muss und dann die Höhen werden eben übernommen vom Playback und der Sänger singt dann nicht so hoch, weil er heute keinen Bock hat oder es nicht kann live. Und das ist alles automatisiert und es ist faszinierend. Die müssen nichts machen. Ich dachte immer, die Gitarristen werden heutzutage wenigstens noch irgendwie auf ihren Pedals rumdrücken, um den Sound zu ändern. Nein, das macht alles der Laptop automatisch. So schade. Aber nicht bei allen Bands. Es waren auch immer noch Bands da, die hatten ihre fetten Verstärker auf der Bühne und haben den Sound direkt von da abgenommen und hatten ihre Pedale auf der Bühne und sind abgegangen und sowas. Und das finde ich um einiges cooler, wenn ich eine Band live sehen möchte, dass die tatsächlich in dem Moment ihre Musik machen und nicht so tun und der Laptop alle Effekte automatisch einspielt oder sogar eben Tracks und Playback drunter einspielt. Das ist schade. Aber der breiten Masse fällt es nicht auf. Weil sonst würden sie ja nicht die größten Bühnen spielen. Übrigens, Runny Whitechapel war cool. Sie haben relativ viele alte Lieder gespielt. Ich würde sagen, die Hälfte waren alte Lieder. Aber die andere Hälfte waren sehr viele neue Lieder. Bei uns klang es... Es klang sehr, ja, breiig. Es war ein Geräuschbrei. Keine Ahnung warum. Und die sind auch zu cool für diese Welt, oder? Also er ist einfach auch zu cool, ne? Du hast den Stream gesehen? Ah, okay. Keine Ahnung, wie da der Sound war, aber bei uns... Vielleicht hast du mich gesehen. Ich stand ganz in der Mitte. Mitte. Ich stehe immer Mitte. Er ist einer der nettesten Menschen überhaupt. Es wirkt nicht so auf der Bühne. Deswegen lieben wir kleine Indie-Club-Konzerte. Alles noch echt und gemütlich. Woanders gehen wir auch nicht mehr hin. Ja. Und es muss noch nicht mal klein sein. Es gibt auch immer noch große Konzerte, wo du wirklich merkst, dass es halt wirklich echt ist. Ich meine, wir haben Karten für... Ich meine, das ist... Kann man auch als Indie noch bezeichnen, weil sie nicht riesig sind, aber eigentlich sind sie super bekannt. Im November gehen wir auf Apocalyptica. Das wird auch alles echt sein und war bis jetzt auch immer echt. Und danach im Dezember gehen wir auf Solstar 4. Und das ist auch... Also es ist, die sind sehr bekannt in der Metal-Szene, aber ich würde sie auch noch als... Ich glaube, man kann sie sehr gut als Indie bezeichnen, wenn sie nicht genug damit verdienen. Weil die haben immer noch ihre normalen Jobs, weil sie nicht genug... Und die sind nicht wie Heaven Shall Burn, die es sich aussuchen, ihre normalen Jobs zu haben. Nee, die müssen ihre normalen Jobs noch haben. Weil Musik nicht genug bringt. Vor allem, wenn du aus Island kommst. Weil Island ist wahrscheinlich ein sackenteures... Also Island ist ein sackenteures Land. Findet Waldo im Stream... Hey! Wenn man weiß, wo ich... Das war mitten am Tag. Wenn man weiß... Ich könnte mich vielleicht finden. Ich stand das ganze Konzert wirklich Mitte. Wenn da eine Kamera drüber geht, sieht man mich bestimmt. Ist nicht so riesig. Und dann habe ich mir ein T-Shirt will ich immer kaufen. Und ich habe es wieder geschafft, ein T-Shirt zu kaufen von einer Band, die ich nicht kenne. Das war einfach ein cooles Motiv und hat Rosa gesagt, hey, das ist die Vorband von Solstar 4, die wir im Dezember anschauen. Sag ich, oh nice, Solstar 4 liebe ich, also ähnliche Musikrichtung hole ich mir. Und das T-Shirt war auch, also wegen dem T-Shirt vor allem, das ist sehr psychedelic und voll cool, finde ich. Und dann hören wir die auf der Heim Auf der Heimreise hören wir die an. Und ich zeige die euch jetzt mal. Habe ich die hier? Habe ich doch hier eingegeben. Wo sind die? Ich kann nämlich den Namen nicht auswendig. Warte, ich habe ein Lied. Hier. Schlager? Nee. Ich habe jetzt das Lied gemacht mit den meisten Aufrufen. Das könnte euch zeigen, das könnte euch einen Eindruck geben, dass wenn das das meistgeklickteste Lied ist, wie dann wohl der Rest klingt. Also ich bereue nicht, das T-Shirt gekauft zu haben, weil die sind schon cool. Aber ich glaube, ich würde es jetzt nicht viel hören sonst. Weil es ist sehr, sehr psychedelic und sehr... Dieses Genre ist auch Alien Metal. Sehr, naja, verrückt. Und ich mag verrückt. Ah ja, sie heißen Oranzi Pazuzu. Finnisch. Oranzi Pazuzu. Pazuzu? Pazuzu. Oranzi Pazuzu. Süß, gell? Oranzi Pazuzu. Stehst du auf Symphonic Metal? Nee, nicht sehr. Es kommt drauf an. Es gibt ein paar Symphonic-Sachen, die ich mag, wie zum Beispiel Devin Townsend. Das ist aber auch schwierig. Ist das Symphonic? Hm. Was ist Symphonic? Sag mal ein Beispiel. Pazuzu ist doch aus Der Exorzist, oder? Es heißt anscheinend, Pazuzu ist ein böser Gott. Also, vielleicht ist er ein Exorzist, ja? Also, es ist irgendein Dämon und Oranzi ist orange in Französisch, in Finnisch. Also irgendwie der orangene Pazuzu. Ach, das ist noch nicht mal das Verrückteste. Es klingt noch nicht mal verrückt. Warte mal, wo ist das Verrückte? Hier. Das ist die momentane Single. Ich freue mich schon, sie live zu sehen. Vielleicht das? Nee, das hatten wir gerade. Hier merkt man es, glaube ich, auch ganz gut, wie die drauf sind. Könnte der Fernsehmoment aus The Ring sein, ja. Das wird, glaube ich, echt interessant. Aber hätte ich die Musik vorher gekannt, hätte ich mir jetzt vielleicht das T-Shirt nicht gekauft. Das T-Shirt sieht cool aus. Meine Frau hat uns Karten für Ed Sheeran geholt. Viel Spaß. Ich hasse Ed Sheeran. Und hasse es, glaube ich, wirklich zutreffend. Sobald ich sein Gesicht sehe, werde ich richtig wütend. Nicht wegen der Musik, einfach nur wie er aussieht. So, es ist wahrscheinlich der liebste Mensch der Welt. Aber vielleicht auch nicht. Aber das ist so ein Gesicht, wo ich definitiv sofort pure Unsympathie verspüre. Und dann macht er auch noch den Soundtrack für Pokémon. Warum kein Overworld Shiny Mod? Weil es ein Mod ist und ich nicht mit Mods Shiny handle. Ich habe auch keine gemoddete Switch. Wie soll ich mir das Spiel modden ohne gemoddeter Switch? Kennst du Kublai Khan TX? Yes. Monkey see, monkey do. So who the fuck made you? Nee, das ist nicht cheaten, das ist schon ein cooler Mod. Aber es macht das Ganze um einiges einfacher und wir machen es nicht einfacher. Mani ist also offiziell, damn. Du meinst meinen Charakter? Achso, du denkst, es ist gemoddet? Nee, das, wenn du das DLC hast, ist die Frisur, eigentlich nur die Frisur, glaube ich. Die Frisur von Mani kannst du ganz einfach dir holen. Das haben jetzt schon viele gesagt, so, wo hast du das Outfit von Mani her? Hab ich nicht. Ich sehe nicht ansatzweise aus wie Mani, ich habe nur, also Mary, ich habe nur die Frisur von Mary, die man bekommt, wenn man das zweite DLC hat. Switch wird erst gemoddet, wenn sie ausstirbt. Ja, ich würd sie schon gern modden, einfach wegen Speicherständen. Speicherstände backuppen, ich meine, wir kennen alle jemanden, der Speicherstände auf der Switch komplett verloren hat. Und das wäre fatal. Deswegen so ein Backup von Speicherständen wird mich schon ein bisschen... hätte ich schon gern. Casiro? Ist es dem passiert? Also hier im Chat ist es Fast Guy passiert. Er hat irgendwie 60 Shinies so verloren. Ihm ist die Switch kaputt gegangen. Seine Switch ist zu warm geworden. Wie das denn? Hat er sie irgendwie in der Schublade gehabt? Trotzdem ist ein Speicherstand eigentlich immer... solange halt der Datenträger nicht kaputt geht, sollte der Speicherstand halt rettbar sein. Rettbar? Ich meine, ich habe keine Shinies auf den Spielen, außer das Galagladi hier. Deswegen, Kinder, Shinies immer auf Home. Ganz genau. Ah ja, Marco. Felinara. Ja, die machen halt das nicht mit der Cloud, weil man dann noch leichter die Spielstände kopieren und speichern könnte. Du könntest halt, bei der PlayStation geht es ja, ne? Es gibt Trophäen auf der PlayStation, die sagen, dass du ein Spiel durchspielen musst, ohne zu sterben. Und da es auf der PlayStation ja auch Cloud gibt, kannst du einfach den Speicherstand backuppen auf einem USB-Stick. Jedes Mal, wenn du denkst, du hast viel geschafft von dem Speicherstand. Also zum Beispiel Diablo. Diablo 4 muss man für eine Trophäe komplett durchspielen, ohne ein einziges Mal zu sterben. Und du kannst jetzt einfach, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt heute viel geschafft, ich habe 50% des Spiels durch, USB-Stick rein, Speicherstand, backuppen und auf die Cloud. Und dann kommt ein nächster schwerer Teil und du verreckst, dann kannst du einfach den Speicherstand nehmen, wo du das letzte Mal gespeichert hast, dank der Cloud. Beziehungsweise dank einem USB-Stick auch natürlich. Und wenn du das bei Pokémon machen könntest, würde es bedeuten, ich speichere vor Mewtwo, fang mir Mewtwo, lad's auf Home, lad den anderen Speicherstand aus der Cloud, fangen wir wieder Mewtwo, lad's auf die Cloud. Du könntest Pokémon klonen dadurch. Und deswegen sagt halt Pokémon und Animal Crossing auch, wir unterstützen keinen Cloud-Service, weil du dadurch halt das Prinzip von Pokémon vernichten könntest. Dass du halt gewisse Pokémon nur einmal fangen kannst. Oder allgemein nicht klonen könnten solltest. Wobei es wäre kein Klon, weil du wahrscheinlich bei einem anderen Frame das Pokémon erwischen würdest. Aber du würdest trotzdem... Home würde da eigentlich... Deswegen sagt ja auch Home bei sowas. Nur im Moment, du kannst nicht einen Mewtwo aus dem gleichen Spiel zweimal haben. Und sagt, nee, geht nicht. Aber du könntest trotzdem in Karmesin und Popo einfach 5 Zapdos vor dir stehen haben. Oder halt in deiner Box haben. Trotzdem könnten sie wahrscheinlich irgendwelche Mechanismen einbauen, dass es nicht geht. Also ich würde auch natürlich lieber einen Cloud-Service haben. Aber es ist halt einfach Cheat-Schutz. Musik. Klone, Gen 2. Oder Gen 3. 350 Wailord. Ich muss Pipi. Wir haben wieder keine ausgelassenen Frames. Der Stream läuft stabil. Obwohl ich vorhin mein Internet gecheckt habe und es war wirklich schrecklich. Irgendwie meine Tests sagen dauernd Scheiße, Scheiße, Scheiße. Da, ich habe gerade 30er Download. Wie scheiße ist das denn? Ich habe einen 30er Download. Also irgendwie ist mein Internet schlechter geworden, aber ich kann trotzdem ohne Probleme streamen. Aber ich zahle nicht für 30 Download. Auch wenn ich alles machen kann, was ich will. Das können wir nicht durchgehen lassen. Ich kann alles machen, was ich will. Alles funktioniert. Aber ich krieg nicht das, was ich versprochen kriege. Eigentlich sollte ich mich nicht beschweren, aber ich will mich beschweren, weil ich krieg nicht das, für das ich Geld zahle, obwohl ich mich nicht beschweren könnte. Ich habe mich schon beschwert, dass es nicht die Zahlen sind, die ich gerne hätte. Hallo Melli, Dankeschön für den Raid. Hallo, hallo, hallo. Solange ich on bleibe, ist alles gut. Ja, aber ich zahle halt 60 Euro für 5G. Und 5G sind 400 down und 40 hoch. Mindestens. Und auch wenn ich jetzt nichts... Also, ja... Ich habe jetzt noch nie wirklich was Großes runterladen müssen oder hochladen müssen. Also wenn ich das nächste YouTube-Video hochladen muss, muss ich mal gucken, wie ewig das dauert und wie genervt ich dann bin. Hallo Steve. Hallo Ice Scorpions. Hallo Chutimimiko. Du lebst noch? Wo soll ich sein? Von früher kannte ich dich. Hallo. Chutidimeiko. Ich hab's fast. Ich habe das mit den Raid noch nicht so ganz verstanden. Was Raids sind. Jeder Streamer, und hallo mein lieber Maverick, hallo, hallo, hallo. Jeder Streamer kann einen anderen Streamer raiden. Das heißt... Ich nehme euch, die Zuschauer, und pack sie in den Stream von jemand anderem. Man raidet Mike. Einfach nur Mike? Okay. Da steht aber Chuchitidimikulakahade. Mike. Das ist einfach ein Raid, also wie quasi du stürmst einen anderen Stream. Hallo Sophie. Hat immer noch nicht geklappt. Was denn? Das wäre Hosten, Raiden kommt der Streamer mit. Willst du mir gerade erklären, wie Twitch funktioniert? Da reagiere ich sehr allergisch drauf. Hosten existiert nicht mehr. Warum erklären wir Hosten, wenn Hosten nicht mehr existiert. Und du sagst es auch falsch. Ich komme nicht mit, wenn ich raide. Ich muss auch nicht offline gehen dafür. Das denken auch Leute. Ich könnte buchstäblich euch jetzt woanders hinschicken und ich kann normal weiter streamen. Ich gehe nicht rüber. Mein Stream geht nicht off. Raid heißt einfach nur, du nimmst die Zuschauer von einem Stream und packst sie rüber in einen anderen Stream. Du musst nicht offline gehen, du musst nicht aufhören zu streamen. Du musst nicht selber mit rübergehen. Also so macht man das in der Regel. Aber es ist nicht, also es ist nicht so. Also du musst nicht. Es ist nicht die Mechanik. Die Mechanik ist nur, Zuschauer werden rübergeschickt. Wie soll ich denn rübergeschickt werden? Ich habe noch nicht mal Twitch offen. Ey, Mike HD96 ist ein Streamer, ich bin Lukas. Also jetzt bin ich komplett durch. Du bist Chuti Dimaiko HD. Das bist du. Und so steht es hier rot auf schwarz. Ihr müsst nicht nach Hause gehen, aber hier bleiben könnt ihr auch nicht. Ich sag immer, geht mit Gott, aber flott. So ungefähr der gleiche Vibe, ne? Mein Shiny Wal ist immer noch nicht da. Oh mein Gott, er ist immer noch nicht da nach 350. Warum sollte er denn da sein? Bitte erwarte nicht, dass er da ist. Da kann man sich ja nur schlecht fühlen, wenn man das erwartet. Oh, gleich haben wir 2-2-2-2. Da muss ich aufhören. 2-2-2-2 Giratinards. Ja, und Mike HD96 sein Streamer, bin Fanboy. Okay. Warum kommt das Lied? Dieses Shuffle Plus von Spotify ist auch ein bisschen random, ne? Ich mache so meine Slow-Playlist an mit Videogame-Musik, die so richtig langsam ist, und dann kommt einfach so ein Lied reingeschaffelt. So, das ist das 2222. Giratina. Wenn ich mitgezählt hätte, habe ich aber nicht. Also ich habe schon ganz viel Giratina halt auch so gemacht, ohne mitzählen. Geschätzt. Geschätzt sind wir hier. Ach, da einen Weilot muss ich noch anschauen. Wie sieht es eigentlich bei deiner Musik mit Copyright aus? Da achte ich nicht wirklich drauf. Aber meine Streams sind die ganze Zeit gemutet, weil ich eben Musik höre, die nicht lizenzfrei ist. Aber ich habe noch nie einen Copyright-Strike gekriegt, deswegen... Eigentlich würde ich ja gerne die VODs komplett disablen, aber es gibt Leute, die sich jedes Mal beschweren, weil die kein YouTube schauen wollen, sondern auf Twitch meine VODs anschauen wollen, was komplett seltsam ist. Aber wegen diesen zwei Leuten, von denen ich das weiß, habe ich VODs auf Twitch an. Eine Spur für Video und eine im VOD. Das habe ich wieder ausgestellt, hatte ich keinen Bock drauf. Es war technisch nervig. Ich höre einfach, was ich hören will, und Twitch macht nichts dagegen. Ist halt blöd, wenn man dann nicht nachklippen kann. Okay, wie oft passiert das so? Wo sind die ganzen Clips? Wo sind die ganzen Clips-Happens? Ich hätte gern Clips, die ich dann gerne in meinen Pausenscreen packen wollen würde oder auf YouTube oder sowas. Aber ich habe keine Clips. Du beschwerst dich über etwas, was nicht passiert. Wo sind die Clips? Welche Clips? Ich war vorhin ganz emotional. Oh nein, weil es keine Clips gibt. Verdammt, wir müssen mehr Clips machen. Wie zum Beispiel von diesem Moment. Warum hören wir das? Es klingt wie Six Party Ninja, aber es ist Shadow Academy. Der hat noch eine Band gemacht. Daniel Avidan. Bin über mein Sportgerät gestolpert und dabei ist mir mein Nutella-Brötchen runtergefallen. Okay, du bist gebannt jetzt. Wie kannst du ein Nutella-Brötchen fallen lassen? Egal in welchem Chat du das geschrieben hättest, man hätte dich gebannt. Nutella-Brötchen fallen lassen zählt hier als ein Volksvergehen. Wobei, Nutella ist schlecht, weil Palmöl und nicht Nestlé, aber Ferrero. Deswegen bist du wieder entbannt, weil du hast eigentlich was Gutes getan, weil Nutella scheiße ist. Noch schnell die Seiten gewechselt. Du hast Gen 1 abgeschlossen. Sehr gut, Pikachu. Vorhin wäre gut gewesen, als Leo von seinem besten Tag im Schwimmbad erzählt hat. 1999, als ich im Schwimmbad war und Tratze gespielt habe. Nur leider war ich zu 90% die Tratze und habe geweint. War gerade kurz entsetzt. Mach nicht so. Keine Angst. Ich spiel doch bloß mit dir und deinen Gefühlen. Mensch, da ist sie so emotional wegen Nutella-Brot, dann komme ich auch noch und... Meinst du, das war ein Zeichen? Ja, du solltest Nutella aus deinem Haushalt komplett entbannen. Entbannen? Verbannen. Nimm lieber... Weiß nicht. Ich habe so eine Erdnussbutter, die mega geil ist. Die ist super teuer, hat anscheinend 0 Öl, 0 Zucker, einfach nur 100% Erdnüsse zerstampft und fertig. Und sie schmeckt auch mega geil. Und das gleiche im Prinzip von der gleichen Marke hatte ich mal für Nutella. Und es hat so geil geschmeckt. Es war so purer Nutella-Geschmack, nur ohne den Kackzucker und Milch und Öl, sondern wirklich nur so, oh, es hat so geil geschmeckt. Und seitdem habe ich die nie wieder im Einkaufsladen gesehen. Vielleicht war ich der Letzte, der die jemals gekauft hat. Und danach wurde es abgesetzt, das Produkt. Nice, Pikachu. Nutella-Eis ist tödlich. Wollt ihr 10 Kilo abnehmen? Fehlen nur noch 15. Was? Wollt ihr 10 Kilo abnehmen? Fehlen nur noch 15. Ey, warum ist das so lustig? Okay. Wenn man sich am letzten Schluck verschluckt. Ugh. Weißt du, wie die Verpackung aussah? Ja, ich kann es irgendwie wiederfinden natürlich. Und dann... Erdnut Butter. Warum kommt da nichts? Oh, da kommt tatsächlich das, was ich meine. Meridian. Meridian ist die Marke. Meridian Nutella. Oh ja, da ist sie. Das hier. Das hier. Das war mega. Oder das hier, ist glaube ich das gleiche. Charity Edition. Okay, das war das hier. Ich meine, man kann es online bestellen für 5... Was heißt eigentlich GBP? Great Britain Pounds, achso. Für 5 Great Britain Pounds, was sicher 20 Euro sind. Das schmeckt mega geil. Und das macht bestimmt einen dünner als davor. Bestimmt. Hallo Jacques. Ich habe mal Snickers-Eis letztens probiert und das ist mega geil. Aber das sind alles Verbrechen gegen die Gesellschaft, weil wie soll man so noch gesund bleiben, wenn sowas wie Snickers-Eis existiert? Weil damals haben sie wenigstens gesagt, dass Nutella gesund ist. Da war man sich wenigstens, damals war Nutella auch noch gesund. Ich meine, was sollen wir sonst machen als Ärzten glauben aus der Werbung? Das muss ich irgendwie wieder auftreiben. Das ist so geil. Kann ich irgendwie die Rückseite sehen, um wie viel 1000 Kalorien es hat? Nun ja, das war es für heute. Ich arbeite zurzeit am Origin Dex 6 Video. Und bis ich das nicht fertig habe, will ich nicht Gen 7 anfangen. Aber der Plan ist, dass wir dieses Jahr noch Gen 7 und Gen 8 fertig kriegen. Wir müssen. Es kann nicht sein, dass ich dieses Jahr Gen... Habe ich dieses Jahr nur Gen 4 und Gen 5 gemacht oder auch Gen 3? Ist das Gen 3 Video von diesem Jahr? Nee, ne? Nee. Bei Gen 3 war ich in Japan. Oh, ich habe dieses Jahr erst Gen 4 und Gen 5 gemacht. Wie geht das? Ha? Du hast noch viel vor? Warum? Das sind zwei Spiele, die super schnell durch sind. Nice, Jackis. Okay, meine Lieben, vielen Dank fürs Dasein, fürs wieder zurückempfangen, für das herzliche, wie sagt man, zurückwillkommen heißen. Ich bin morgen wieder da. Und bis dahin, stay cool, but don't freeze. And never forget. Hi, Gengar.